Sehr gut. Um noch zwei Sachen zu beantworten, weil wir haben jetzt tatsächlich ein paar neue Sachen gehört und auch ein paar Sachen, die wir auch in anderen Kontexten schon mal hatten. So, wer von Biodiversität nicht genug bekommen kann, der möge bitte Episode 1 und Episode 6 sich anschauen. Bei Episode 1 erklären wir, was die Folgen davon sind, also kurz- und langfristig, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, und auch die Wechselwirkung mit Klima. Und in Folge 6 insbesondere das ganze Teil Cornerstone, also hier Keystone Animals, also was passiert mit bestimmten Tierarten, wenn die aus sterben, was sind dann Folgen davon? Und wir besprechen dort auch Hintergrundaussterberate ein bisschen ausführlicher. Das heißt, wenn ihr Biodiversität noch ein bisschen mehr schauen wollt, Episode 1, Episode 6 von 2045. Plus, wir hatten noch häufiger dieses Thema, warum weiß darüber niemand was, warum spricht da keiner was? Ja, das ist tatsächlich das ist eigentlich mit das größte Problem unserer Zeit und es ist auch eben sehr vielfältig. Und warum das in Medien halt nicht richtig rezipiert wird, das haben wir in Episode 2 sehr ausführlich besprochen. Schaut da auch gerne mal rein, da sind dann auch entsprechende Lösungen drin. Das Spannende ist, mit dem, wo wir jetzt reinkommen, greifen wir auch ein paar Sachen auf. Ich habe ja hin und wieder auch immer mal gechuckelt, weil da halt so Sachen dabei waren, die wir jetzt gleich wiedersehen, denn wir schauen uns jetzt mal ein paar aktuelle Sachen ein, die auch immer wieder dazu passen. So, und da würde ich jetzt einfach mal rüber switchen, es sei denn, Patrick, hast du noch direkt was, was Nö, du alles ergänzen gut. Also möchtest? wir können direkt rüber switchen. Also es geht hier weiter, es ist noch nicht zu Ende, auch wenn ihr Applaus und so weiter gibt. Wir kommen jetzt zu unseren eigentlichen Rubriken. Und Genau, Moment. ja, also ich bin gespannt, Ja, also es war schon was toll, jetzt was kommt. Frauke da alles abgeräumt hat. Und wie gesagt, gucken wir mal, wie wir da jetzt halt weiter dran sind. Also hier, das war Frauke, hier Foto. Seht ihr den Bildschirm und so weiter? Sehr gut, okay. So, dann Shift Happens. Was ist denn so alles so passiert? Genau, also da haben wir nochmal genau den Aufgriff. Wäre sie jetzt noch da, könnte sie das kommentieren. Bericht im Guardian sagt halt eben so einerseits, okay, wir sehen jetzt Vergleiche. Es gibt einen historischen Vergleich, 250 Millionen Jahre zuvor. Gab es schon mehrere Aussterbeereignisse auf der Welt. Wir sind jetzt im sechsten von uns verursachten. Und in einem der vorherigen Aussterbeszenarien, da hat man dann gesehen, was passiert, wenn bestimmte Ökosysteme bestimmte Punkte erreichen, dass sie dann eben kollabieren. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, aber da hat man scheinbar in diesem Aussterbeereignis Ähnlichkeiten zu dem heutigen gefunden. Und Wissenschaftler sagen jetzt halt, nein, wir müssen nicht nur das Aussterben, das weitere Aussterben verhindern. Also während wir jetzt hier gesprochen haben, werden am Ende wahrscheinlich so 10 Tierarten ausgestorben sein, weil alle 10, 12 Minuten eine Tierart ausstirbt. Wir müssen es nicht nur verhindern, dass das so weitergeht. Nein, wir müssen sogar wieder renaturieren. Wir müssen also dafür sorgen, dass Biodiversität wieder ansteigt. Und das geht so ein bisschen in so eine ähnliche Sache rein, wie auch Schellenhuber, der große Klimaforscher, halt eben ja an dem Punkt ist, wo er sagt, wir müssen Klimawandel aufhalten. So, und dann müssen wir langsam dazu kommen, Klimareparatur. Also sprich, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diese ganzen Prozesse wieder umzudrehen. So, ne? Also von daher, die Dringlichkeit wird dadurch eigentlich nur noch mal verstärkt. Jo, was ich heute auch mit dabei habe, ist, und das glaube ich ist ganz spannend, ist von XDI. Das ist eine Organisation, die untersucht Klimarisiken und bewertet die. Immer dann, wenn zum Beispiel Länder irgendwas planen oder Finanzakteure irgendwas planen, wo sie jetzt zum Beispiel Investitionen tätigen sollen, dann schauen sie sich halt eben so Klimarisiken an. Und die haben eben sehr häufig dann eben damit zu tun, wo baue ich jetzt zum Beispiel eine Fabrik hin, Gebäude hin, wo investiere ich und wo nicht. Und diese Klimarisiken sind ja momentan im Fluss. Normalerweise sagt man es relativ stabil, so, dann sieht man mal Überschwemmungsgebiet oder wo häufig besondere stark oder extreme Wetterereignisse sind. Aber durch Klimawandel ist das jetzt sehr stark in Bewegung. Das heißt, das, wo man sonst eben 100 Jahre Sicherheit hat, hat man jetzt eben eine viel kürzere Sicherheit. Und deswegen gibt es halt Datenanalysten, die sowas analysieren. Und die schauen sich dann historische Daten an, die schauen sich dann aber Dürremonitore an, die schauen sich dann aber auch an, wo jetzt zukünftig halt eben Grundwasser weniger wird und so weiter und haben das mal bewertet. Und das Spannende ist immer dann, wenn wir sagen, Klimarisiken von Ländern und Gebieten, dann denken wir natürlich an Indien, dann denken wir an China, dann denken wir an Afrika und denken dann so, ja, dem wird es halt richtig dreckig gehen, auch wie schlimm, und denken dann aber nicht dabei, wie das in westlichen Staaten ist.
Und XDI hat was gemacht, nämlich hat im Prinzip die ganze Erde in 2600 Scheibchen eingeteilt, also Regionen, und dann gesagt, okay, die bewerten wir jetzt aus Gründen, so, weil die sich dann irgendwie bestimmte Eigenschaften haben, und dann mal eine Rangliste gemacht und gesagt, okay, ganz oben sind die besonders gefährdeten Erdteile und unten die weniger gefährdeten. Und jetzt ratet mal, wie und wo häufig dann Deutschland da auftaucht. Taucht Deutschland überhaupt auf? Ja, und tatsächlich unter den obersten 10%, und zwar in folgenden Regionen. Das heißt also, wenn du jetzt so eine Rangliste siehst von 1 am gefährdetsten bis 2600, da tauchen wir halt eben mehrfach auf. Und das macht auch total Sinn, weil da sind halt eben Gebiete, die halt eben in Teilen überschwemmt werden. Da sind Gebiete, die halt wenig Grundwasser haben. Da sind Gebiete, die halt sehr stark belastet sind durch Flächenversiegelung. Da sind Gebiete drin, die abhängig sind von Gletscher, Flüssen und so weiter. Also das heißt, dass wir hier in Deutschland erheblich auch gefährdet sind, nur einfach durch das reine Klima und durch Veränderungen halt eben in diesen ganzen externen Faktoren. Und jetzt noch nicht an Migration gedacht, noch nicht an großflächige Dürre oder Ernteausfälle gedacht oder so, sondern einfach nur durch die Lage selber. Das ist etwas, was zu häufig übersehen wird. Also jeder, der jetzt irgendwie sagt, ich möchte jetzt in den kommenden 30 Jahren mir ein Gebäude bauen, oder irgendwie sagt, ich baue mir heute ein Haus, damit ich in 30 Jahren da leben soll, der sollte hier mal genau drauf gucken, weil vielleicht sollte die Standortwahl dann nochmal ein bisschen anders aussehen. Ja, ich lebe im roten Gebiet. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Und tatsächlich hier, es ist Winter und ich kann tatsächlich schon mit dem Sprengen anfangen, weil wir nämlich ja auch Dürre haben. So, Ja. kommen wir auch gleich noch zu. Übrigens, ich sehe euch nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann müsst ihr den Patrick Alles da am gut. Schlawittchen ziehen. Ich mach das. Ja. Sehr gut. So, dann, ja, was ist denn jetzt hier mit Binnenmigration in Europa? What? Ja, das ist ein wichtiger Teil, nämlich was wir gerade eben gehört haben, weil dieses auf eine 4 Grad Welt werden wir wahrscheinlich gar nicht zulaufen können, weil sehr wahrscheinlich vorher Zivilisation in weiten Teilen zusammenbricht. Ja, das ist so. Und das können wir gern mal konkret mal in einer Sondersendung mal behandeln. Es gibt einfach bestimmte Gradzahlen, wo Teile der Wirtschaft, Teile der Landwirtschaft, Teile einfach nur des normalen Überlebens als Spezies Mensch nicht mehr funktionieren. Und Frankreich hat hier quasi so aus Versehen so einen kleinen Offenbarungseid geleistet, weil der französische Klimaminister hat gesagt, wir bereiten uns auf eine 4-Grad-Welt vor. Alles andere wäre ja gelogen. Das ist irre, weil das nämlich bedeutet, quasi auf die Katastrophe zuzuplanen. Das ist, wir kennen ja dieses alte Meme, das ist jetzt schon 20 Jahre alt. Da steht so drauf, es gibt keinen Klimawandel, wir müssen was tun. Oh shit, ja, jetzt ist eh zu spät. Und das ist quasi das Überspringen rein in dieses, es ist ja eh zu spät, dass man sagt, naja, wir wollen ja nicht so richtig was machen oder ihr wollt ja nichts machen, ihr Bürger, sonst würdet ihr das ja irgendwie mehr unterstützen, deswegen bereiten wir uns darauf vor. Der Füst, Clemens Füst, hier einer von diesen Ökonomen, der selber hat auch neulich in einer Sendung quasi durch die Blume auch so ein bisschen durchblicken lassen, so dieses, ja, man müsste sich eigentlich ja schon darauf vorbereiten und da richtig hinplanen. Und das ist vom Fatalismus her schwierig. Ich möchte aber gerne eine andere Ebene dabei beleuchten, nämlich die andere Ebene ist dieses, dass wir in Deutschland und in Europa, jetzt hier Frankreich als Europa, sehr wohl auch selber hart betroffen sind. Es ist nicht so, als ob wir Angst davon haben müssen, dass die Klimaflüchtlinge kommen, wie wir das in Episode 3 besprochen haben. Nein, nein, wir müssen auch daran denken, dass wir selber Klimaflüchtlinge werden können. Das sehen wir nämlich ganz unten in dem zweiten Tweet von Annika, den sie daran gehängt hat, nämlich, dass es in einigen Siedlungen dort keine Baugenehmigungen mehr gibt. Es gibt keine Baugenehmigungen mehr, weil das Wasser jetzt schon knapp ist. Und das bedeutet, wenn die Siedlung dann irgendwann, wenn sie nicht groß genug ist, dann einfach kein Wasser mehr hat, dann wird man keine Pipeline mehr bauen. Dann wird man auch nicht irgendwie anfangen, ne, irgendwie da jetzt irgendwie das Wasser ranzukarren und so. Also wenn das entsprechend reich ist, dann vielleicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass wir auch in Deutschland und in Europa dann Bereiche haben werden, wo wir Siedlungen und Landstriche räumen werden. Und das ist nicht erst in vielen Jahren, sondern das ist in absehbarer Zeit. Und hier sehen wir schon den ersten Blick. Und wer jetzt sagt, ja, Frankreich, scheiß auf Frankreich, die hatten letztes Jahr ja schon Rationierung von Wasser. Genau. Das haben wir aber hier. Also ich wohne hier im Voralpenland. Ich kann da rausgucken und sehe da Berge. So, und das ist genau das, was eben hier jetzt eben auch passiert. Also wir haben letztes Jahr davon berichtet, dass wir ein Fünftel aller Gletscher verloren haben in Deutschland. Also unabdingbar. Die kommen auch nicht mehr wieder die nächsten 10.000 Jahre. Das ist genau das Resultat, ne? Also wir erleben jetzt die Krise, jetzt hier in Europa. Ja.
Da noch sozusagen, weil hier gerade wilder Prepper-Talk ist. So von wegen, man kann ja Bunkersysteme mit Hydrokulturen, aber nur für die Privilegierten. Wo ich sage, ja genau, in dem Moment, wo man diese Sätze sagt, muss einem sofort einleuchten, dass das doch jetzt nicht die Gesellschaft sein kann, in der auch Leute privilegiert in Hydrokulturbunker leben. Weil was macht denn dann bitte noch Lebensqualität aus? Das ist ja völliger Irrsinn. Das ist ja so, das ist noch so dieses alte Bild, was man so im Kopf hat, nach der Atomkatastrophe kann man da noch die erste Zeit überleben, aber dann wird schon irgendwie wieder gut. Nein, eben nicht. Das ist irreversibel weg. Das ist kein Place to be. Ja. Das ist vielleicht, wo man sagen kann, okay, da kann ich mal kurzfristig so überleben, aber das hat doch nichts mit Lebensqualität zu tun oder irgendwas. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Ja. Genau. Der Mensch braucht den anderen. Wir sind abhängig von der Zivilisation. Wir sind abhängig von diesem Ökosystem. Wir sind abhängig vom anderen Menschen. Deswegen sind ja auch wir haben das in Episode 2 ja ausführlich besprochen, wie halt eben Ultrareiche versuchen halt, sich irgendwo Refugien zu bauen. Selbst wenn du ein Security-Detail hast, deine eigene kleine Privatarmee, wirst du auch trotzdem todestraurig sein und deine Kinder auch. Selbst wenn du dir deine 50 Freunde mit reinholst in dein Refugium, auch dann weißt du, drumherum ist eine ganze Menge tot. Und möglicherweise bist du sogar mit dafür verantwortlich. Nein, nein. Also was wir machen müssen, ist diese Scheiße aufzuhalten. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und da kommen wir auch gleich noch drauf, denn es geht natürlich auch noch alles viel spannender. Wenn wir sprechen ja nicht nur über Krise und über Biodiversität, wir sprechen ja auch über planetare Grenzen. Und eine planetare Grenze ist ja neue Substanzen, die eingebracht werden. Das hat der Frauke ja eben gerade auch. Und ein besonderer Krebstreiber ist PFAS. Das sind spezielle Alkali-Verbindungen, die wird man halt eben, braucht man für bestimmte chemische Prozesse. Häufig sind die auch so in Coating-Sachen drin, um Sachen wasserdicht zu machen, zu isolieren und so weiter. So, und das hatte man dann vermutet, dass es hier überall ist, so um uns herum, ständig um uns herum. Und dann hat man mal angefangen, das genau zu untersuchen und kam dann auf den Punkt zu merken, es ist schon überall da, weil nämlich damit sehr gut, also sehr viel rumgeaßt worden ist. Das ist, wie gesagt, krebserregend und auch fruchtschädigend und macht unfruchtbar und so weiter. Und in der Mitte seht ihr jetzt, wo das überall ist. Huch, ja, genau. Also es ist im Prinzip an der auch wieder im roten Gebiet. Ja, genau. Im gesamten Rheinschiene, überall da, wo Industrieanlagen sind, überall da, wo es hochverdichtetes Land ist, da ist das, wo man schon weiß, dass das kontaminiert ist. Und dann hat man eben den Bereich, wo das vermutet wird. So, das heißt also, diese spezielle Chemikalie, die ist quasi um uns überall herum, sie ist sogar so weit in unser Leben vorgedrungen, dass du nirgendwo auf der Welt mehr Regenwasser trinken kannst, weil Regenwasser so davon belastet ist. Das heißt, sobald du Regenwasser aufnimmst, hast du auch einen Teil dieser Chemikalien aufgenommen und genügend davon machen krank. So extrem haben wir die Biosysteme verändert, dass selbst das, was uns auf den Kopf fällt aus der Regenwolke, am Ende etwas ist, was du nicht mehr bedenkenfrei trinken kannst. Und jetzt ist da noch ein bisschen was frei. Ja, da gibt es natürlich einen Grund für. Das ist etwas, wofür, also womit halt irgendwie nicht gut umgegangen wird, weil Naturverbrauch und Naturvergiftung beides halt eben keine Kosten hat in der Regel und man viele Schutzfunktionen abgebaut hat, weil Bürokratie. Wo es tatsächlich auch Unternehmen gibt, die mit offenem Visier dafür kämpfen, dass es erhalten bleibt. So, also geht dann mit verschiedenen komischen Argumenten und so weiter. Und wir haben ja auch die sogenannte REACH-Verordnung in Europa, wo es dann eben Kanon gibt an bestimmten Chemikalien, die dann in bestimmter Art dann verfolgt werden müssen und teilweise gar nicht vorkommen dürfen und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich in Europa einen guten Verbraucherschutz. So. Aber auch der ist natürlich über die letzten Jahre auch so ein bisschen sturmreif geschossen worden. Und genau die Unternehmen, die uns momentan alle so nerven und uns immer so wieder erpressen mit von wegen, wenn ihr jetzt nicht sofort die Politik macht, die wir wollen, dann werden wir aber hier gehen, edgy badge, sind auch die, die gleichzeitig dann hier diese giftigen Chemikalien rumkippen. Das Schlimme ist, das ist das, was bleibt. Die heißen nicht umsonst Ewigkeitschemikalien. Wir müssten das im Prinzip entseuchen. Und wir haben uns noch nicht mal darauf geeinigt, dass krebserregende Stoffe schlimm sind. Also es ist ja nicht so, das war irgendwie ein Tag, war das hier richtig laut und dann war weg. So, ne? Also ich habe es danach nicht mehr großartig gehört. Und da müssten heute im Prinzip, so ähnlich wie bei Fukushima, müssten da irgendwie 5 Vorstandsvorsitzende mit rotem Kopf in der Bundespressekonferenz sitzen und sich entschuldigen. Und auf der anderen Seite müssten im Prinzip dann ein paar Bundesminister stehen, die dann sagen, wir machen jetzt was. Nein, nein, das ist aber der Punkt, an dem wir sind. So. Ja, willkommen in der Wirtschaftsregierung.
Genau. So, und jetzt jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Wir kämpfen mal ein bisschen, was macht denn die Regierung gegen grundsätzlich so? Ne? Wir haben jetzt eine Reihe von Problemen. Jetzt können wir mal gucken. Wir wissen, politisch muss das Problem insbesondere angegangen werden. Das ist ganz wichtig, weil Rahmenbedingungen notwendig sind, um damit dann zu sagen, wie darf man denn innerhalb dieses Rahmens operieren und damit auch ein Level Playing Field zu haben für alle Marktakteure, die da sind. Weil, nochmal ganz kurz eingehakt, bei diesem 4,5 Grad von Frankreich. Da muss ich ja zumindest ihnen zugute halten, dass sie zumindest überhaupt sich auf irgendwas vorbereiten. Ja. Im Gegensatz zu unserer Bundesregierung, die ja immer noch propagiert, dass wir stramm auf dem 1,5-Grad-Ziel sind. Ja. Ohne das nebenbei. Genau, das ist genau, also die Art von Ehrlichkeit des Umgangs und auch das, was Frankreich eben teilweise an Maßnahmen ergreift, ist, macht uns deutlich was vor. Na, also im Transportsektor, dann auch mit dem Ganzen, so wie sieht es in Städten aus. Auch aktuell die Rationierung von Trinkwasser gerade. Genau, also es gibt da eine ganze Reihe wirklich guter Politik, die machen natürlich auch viel Blödsinn, wie halt eben alle Industrienationen richtig Scheiße bauen. Also keiner kann da wirklich sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Das wird auch regelmäßig von NGOs untersucht. Ne? Das also ist eindeutig der Befund. Aber Deutschland ist dermaßen schlecht, dass Frankreich da halt irgendwie so als besserer Schüler halt eben aus der Hecke kommt. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir mal angucken, was war denn jüngst so los? Da werdet ihr jetzt viel Spaß dran haben. Das ist nämlich ganz spannend. Die sogenannte Forschungsministerin hat dann hier gesagt, okay, sie möchte gerne Technologieoffenheit gesetzlich verankern. Das ist jetzt von der Sache, klingt das erstmal okay, also im Sinne von, naja, Forschung und Innovation und Entwicklung muss ja irgendwie auch in verschiedene Richtungen gehen dürfen. Das ist von der Sache jetzt ja nicht falsch. Es ist aber auch nicht so, als ob das irgendeiner verbieten will. Nein, nein, Technologieoffenheit oder jetzt, die Agenturen haben sich was Neues ausgedacht, nennen das jetzt Technologiefreiheit. Damit soll jetzt, genau, es heißt jetzt Technologiefreiheit zukünftig. Wird zu sehen, warte mal ab. Bedeutet damit, möchte man festhalten, dieses alle Arten von Beschränkung oder alle Art von ordnungspolitischer Rahmensetzung soll damit halt unterbunden werden, eingeschränkt werden und so weiter. Die braucht es aber. Ne? Aus den ganzen Möglichkeiten, die da sind, und wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt ein Marktakteur und möchte investieren, dann musst du wissen, wo bestimmte große Bewegungen hingehen. Wenn ich weiß, es könnte Brennstoffzelle sein, es könnte E-Auto sein, es könnte E-Fuels sein, es könnte auch weiterhin Verbrenner sein, wo investiere ich denn jetzt rein? Wenn ich genau weiß, okay, die Rahmensetzung sagt, das sind die Technologien, dann weiß ich, ich gehe da rein. Aber ich baue doch keine Ladesäuleninfrastruktur auf, wenn irgendeiner mir erzählt, es werden E-Fuels. Das heißt, Technologieoffenheit oder jetzt zukünftig Technologiefreiheit ist ein Aspekt, der jetzt erstmal im Kern nachvollziehbar und schlau ist, aber am Ende, wenn es um große strukturelle Fragen geht, infrastrukturelle Fragen, tatsächlich einfach nur die, wir entscheiden gar nichts, damit sich nichts verändert, bedeutet. Genau, und das darf man wirklich nicht verwechseln. Das sozusagen, es suggeriert ja sozusagen den Blick in die Zukunft, so diese Offenheit und so weiter, aber im Kern geht es ja darum, die konventionellen Technologien, die wir schon lange haben, die schon ewig viele Profite abwerfen, dadurch auch zu schützen. Also das heißt, Verbrennermotortechnologie hat sich seit 100 Jahren, ich glaube, du hast da irgendwie, ich weiß gar nicht mal, ob du es irgendwann gesagt, geschrieben, wie auch immer hast, aber hat sich halt nicht verändert großartig. Da war jetzt keine große Innovation und Disruption dabei. Da hat man, also das sehen wir ja allein bei dem ganzen Dieselskandal, dass sie ja offenbar technologisch gar nicht in der Lage sind, es effizienter zu machen, als es eigentlich erforderlich wäre. Das heißt, immer wenn der Begriff Technologieoffenheit fällt, ist damit gemeint, wir wollen erstmal so weitermachen mit allem wie bisher. Neben der Tatsache, die du gerade eben auch beschrieben hast, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich mit Fokus? Also wir reden die ganze Zeit von knappen Ressourcen, knappe Energie, knappe Fachkräfte, Menschen, die nicht genug Menschen, die arbeiten, die uns die Heizung einbauen und so weiter, werden überall Ressourcen gebunden. Nein, damit ist jetzt wirklich Feierabend. Wir müssen uns fokussieren, priorisieren und da ist es überhaupt keine Schande, sich auf eine Technologie zu einigen. By the way, das ist früher 1:1 passiert damals mit dem Auto, weil Elektroauto gab es auch vor 100 Jahren, nur hat man sich dann entschlossen,
aus Sicht der Texaner, weil sie irgendwelche Ölfelder in den USA entdeckt haben, auch wäre vielleicht doch ganz cool, wenn wir das auf Verbrennerbasis machen. Also das heißt, auch damals hat man sich mehr oder minder, man hat jetzt zwar nicht Elektroantrieb sozusagen verboten, aber auch da gab es ganz klare Einigung auf diese Technologie. Und die Zeit ist jetzt wirklich vorbei. Also wir fordern massive Transformation, gehen immer noch aber davon aus, dass sich das alles in Freiheit schon irgendwie entwickelt. Nein, das entwickelt sich eben genau parallel. Und Parallelentwicklung bedeutet Ressourcenbindung für die eigentliche Transformation, weg von den Dingen, die eigentlich uns schaden. Genau, damit hast du nochmal sehr gut die Dings gemacht. Technologieoffenheit suggeriert, man müsste noch was erfinden. Nein, nein, die Techniken, die wir brauchen, klimaneutral in einer besseren Zukunft zu leben, sind schon da. Die sind schon lange da und die haben auch schon lange den wirtschaftlichen Grad erreicht, dass man sie einsetzen kann. Diese Art von man müsste mal, man könnte mal und so weiter, bedeutet nichts zu tun, um damit auf Wundertechnologien wie halt irgendwie kalte Fusion und sowas zu setzen, die bestimmt irgendwann mal kommt, aber wir müssen ja heute da raus. Und damit möchte man Veränderungen verhindern. Das ist ein taktisches Argument. Das hat mit Realität nichts zu tun. Und wir würden ganz anders darüber reden, wenn das eben im Mediensektor auch anders rezipiert werden würde. Und das andere ist dabei auch dieses, es geht ja nicht darum, dass als ob Verbrenner eine Alternative wäre. Die Technologieoffenheit, die beim Verbrenner gesagt wird, bedeutet ja dieses, man will was Schädliches weiter betreiben. Ne, weil es wird niemals in absehbarer Zeit E-Fuels geben in der Menge, wie wir sie brauchen. Das haben wir in der Episode 6 halt sehr ausführlich erklärt. So, und das weiß auch jeder, das ist auch im Diskursraum. So, das heißt also, es wird keine E-Fuels geben, also brauchst du auch keinen, musst du einen Verbrenner verbieten, weil es die Alternative fossil bedeutet. So, ne, das heißt also, wir tun ja nicht so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier dogmatisch irgendwas verbieten. Nein, nein, das ist eine Technologie, die unsere Zukunftschancen, unsere Lebensgrundlagen vernichtet. Und deswegen darf sie, ist ja auch nicht so, als ob du jetzt irgendwie Waffen einfach kaufen kannst oder jeder kann Atomen irgendwie betreiben oder so. Nein, nein, es gibt bestimmte Sachen, die sind einfach nicht gut für uns und nicht gut im ideologischen Sinne, sondern im Sinne von, sie bringen uns um. Und deswegen müssen wir das eben, und diese Art von Debattenverschiebung soll das halt überdecken. Ja, und das Argument wäre für mich immer an der Stelle zu sagen, wenn jemand kommt, ja, in Zukunft können, machen wir, würde ich sagen, ja, okay, aber jetzt müssen wir den Kram bauen, der da ist. Und da gibt es jetzt keine Ausrede so von wegen, wir warten jetzt mal bis irgendwann, sondern jetzt muss massiv das Zeug verbaut werden, was den größten Wirkungsgrad hat, was den größten Klimaschutz hervorbringt und so weiter. Da warten wir jetzt nicht 30, 40 Jahre, bis vielleicht irgendwann E-Fuel oder Bio, am besten noch Bio-Raps, wir haben ja gerade ausführlich darüber gesprochen, wie knapp Nahrungsmittel, das ist ja auch so ein völliger Hirnfurz der FDP, irgendwie mit Bio-Fuel zu kommen, Raps anzubauen und Anbauflächen dafür zu belegen. Also bitte, bitte nicht. Das ist wirklich, das macht mich fertig. Es ist vor allen Dingen auch, und das müssen wir doppelt rot unterstreichen, es ist nicht wirtschaftlich. Es ist nicht wirtschaftlich. Na, wenn du anfängst, also für manche schon. Genau, das ist dabei der entscheidende Punkt. Und damit kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, warum macht man das denn? Ne? Wir wissen auch, Atomstrom ist die teuerste Art, Energie zu erzeugen. Die wirklich mit weitem Abstand teuerste Art, also um ein Vielfaches teurer als jetzt Wind und Solar. Der Grund, warum man es betreiben will, ist, weil es eben bestimmte Leute gibt, die daran gut verdienen. Und dann siehst du nämlich auch, dass diese Klientelpolitik halt eben so funktioniert, bestimmte Leute zu bevorteilen, mit ihren Interessen halt eben weiterhin in der Funktion zu lassen. Und alle anderen bezahlen dann dafür den Preis. So, und genauso ist das bei Atomstrom ist es so, bei E-Fuels ist es so und dann eben auch bei dem ganzen Thema Verbrenner oder E-Auto und so weiter, Wirkungsgrade. Also wenn man wirklich drauf schaut, was ist Vernunft und was ist Wirtschaftlichkeit und so weiter, ist ganz klar, dass genau gegen diese beiden Sachen gearbeitet wird und das muss ins Zentrum der Debatte. Und das darf man jetzt natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, das Auto an sich ist ein Problem. Also ja, das heißt, jetzt zu glauben sozusagen, also ich habe jetzt einfach nur die Wahl, ich baue jetzt milliardenfach Elektroautos, ist natürlich auch nicht die Lösung, liebe Leute, weil es auch hier so ein bisschen im Ding, was ist da mit Batterien und seltene Erden und keine Ahnung. Ja, genau, aber das heißt, wir brauchen eine andere Art von Mobilitätskonzept. Empfehlenswert dazu nochmal die Sendung mit Katja Diehl, weil dieser Autofetisch
ist auch grundsätzlich ein Problem. Also, dass wir tausende Kilo Stahl bewegen und da Energie reinstecken, obwohl wir das wesentlich effizienter und mit Sicherheit auch bequemer machen können, wenn wir denn Geld da rein investieren. Also wenn wir fokussiert sagen würden, wir stecken nichts mehr in neue Straßen. Von mir aus repariert die alten Straßen, da bin ich sofort dabei, vor allen Dingen die Brücken, weil sonst kann man ja gar nichts mehr benutzen, dann war auch der Bau Schwachsinn. Aber bitte doch nichts Neues da rein investieren, sondern jeder Cent, der in eine neue Straße muss, in eine neue Schiene fließen oder in ein anderes, in einen Fahrradweg von mir aus, den ich auf bestehenden versiegelten Flächen ausweise, wie es zum Beispiel in Würzburg auch oft der Fall war, dass einfach ein Stück Straße abgeschnitten wird für Rad. Wunderbar, gute Lösung, wo man eben nicht mehr zweispurig mit den Autos daher tuckert, sondern wirklich eine Spur den Radfahrern schenkt beispielsweise. Also auch dahin bitte nicht einfach stehen bleiben bei der Frage Verbrenner oder Elektroantrieb, sondern da auch gleich den Schritt weitergehen. Nee, klar, Individualverkehr muss weitgehend umgewandelt werden, das ist vollkommen klar. Und der ganze Aufgalopp, nicht falsch verstehen, wir echauffieren uns hier nicht ohne Grund, sondern weil das halt eben tatsächlich zu dem passt, was jetzt noch kommt und weil das halt wichtig ist, diese ganzen Zusammenhänge zu sehen, um dann nämlich zu erkennen, was die Beweggründe sind. Insofern ist das gut investiert, weil nämlich Wissing hat ja dann hier gesagt, von wegen so, ja, nee, wir müssen jetzt hier mal, ist jetzt mal Schluss mit Verbrenner, da sagen wir jetzt mal nein. So, ne? Also die ganze EU hat wirklich über lange Zeit darüber gesprochen, hat das alles ausgeredet, der ganze Kompromiss war schon da. Und dann sagt er einseitig, ohne dass hier irgendjemand noch eingreift, weder die Grünen, die dann sagen könnten nach dem Motto, Freundchen, und das ist jetzt das Koalitionsaus, oder aber Olaf Scholz, der sagen könnte, hör mal zu, ich habe die Richtlinienkompetenz, ich sage, wir machen das jetzt, oder ich berufe dich ab. Nein, nein, da wird dann gesagt, dieses, ja, kann man immer drüber reden. Und jetzt ist die Entscheidung über das Verbrenneraus auf der EU-Ebene auf unbestimmte Zeit verschoben. Wahrscheinlich auf hinter die Legislatur dieser Zeit. Ja, aber ne, das ist halt, da wird jetzt gegen die Interessen der Gesellschaft gearbeitet. Mit total kruden Argumenten, die an Lächerlichkeit kaum zu überbieten sind. Aber hier geht es auch um politische Kultur, nämlich er hat neulich erst noch zugestimmt. Im November, also quasi vorgestern, hat er noch gesagt, von wegen, ja, nee, machen wir alles so wie besprochen. Und jetzt hat er aber eben gesagt, nee, machen wir nicht. Und das finde ich irgendwie doof. Und nochmal weiter zurück, nämlich ein Dreivierteljahr davor hat er noch gesagt, ja klar, E-Fuels sind totaler Blödsinn. Kennen Sie den Wirkungsgrad? Also ich bitte Sie, was sind Sie für ein Tagesspiegel-Redakteur? Nein, nein. Natürlich E-Mobilität, was denn sonst? Da war er noch auf dem alten Skript. Da durfte er noch frei agieren. Das war allerdings dann eben auch vor Ukraine-Krieg und vor einem Fossil Gold Rush. Es hat nämlich auf internationaler Ebene 2021 begonnen. Da hat nämlich Antonio Guterres hat damals eine ganze Menge gesagt, nämlich dieses von wegen, wir müssen jetzt Fossils pieken und so weiter. Das muss jetzt in die falsche Richtung gehen. Und seitdem haben die, es muss in die andere Richtung gehen, Fossile müssen abgebaut werden. Und danach hat das eben angefangen, dass ganz viele Investoren da doch nochmal Geld reingesteckt haben und dann auch Renditen gesehen haben und so weiter. Und das hat ja nach Kriegsausbruch nochmal einen Schub bekommen. Durch die Knappheit ist der Preis gestiegen, dann war die Knappheit weg und der Preis blieb auf diesem Niveau. Deswegen hat BP, hatten wir beim letzten Mal, den größten Gewinn seiner gesamten Firmengeschichte eingefahren, nur im letzten Jahr. Und nicht, weil sie jetzt mehr Kunden haben, sondern einfach nur, weil sie einen höheren Preis haben. Das bedeutet, was er hier vertritt, ist ja gerade, die E-Fuels-Sache ist immer pro Fossilindustrie. Und was er gerade eben macht, ist dieses von der Vernunft und der richtigen Entscheidung, wie sie in der Bundesregierung und im Einklang mit dem Bundesklimaschutzgesetz abgestimmt war, einseitig aufzukünden für die Fossilindustrie. Ja. Das ist wirklich heftig und tatsächlich war ja hier nochmal so dieses Ding Porsche. Ich glaube, Porsche allein ist hier nicht das Problem, weil ja selbst VW sagt, also wir setzen auch, also selbst der Konzern in sich ist völlig widersprüchlich. Und ich glaube, das hängt eher mit dieser Zahl zusammen, die wir vorhin im Chat verlesen haben, dass nämlich staatliche Subventionen für Gas, Öl sich verdoppelt haben im letzten Jahr aufgrund des Krieges, aufgrund des Konfliktes, wo dann eben Staaten gezwungen waren, im Sinne der Gesellschaft Geld in die Hand zu nehmen, damit unsere bisherige Energieversorgung aufrechterhalten wird. Und wenn wir das uns nochmal vor Augen halten und gleichzeitig nochmal erkennen, dass wir uns ja
wieder abhängig machen von irgendwelchen Diktaturen, denen wir gleichzeitig auch noch Waffen verkaufen, also Rüstung, wo es gleichzeitig schwelende Konflikte vor der Haustür gibt, wo also die nächste Invasion in ein Land aufgrund von Ressourcenmangel, wie auch immer, relativ klar prognostizierbar ist, dann sind wir hier in einem derartig mächtigen Teufelskreis, dass man sich wirklich mal ernsthaft und völlig unideologisch mit dem Phänomen befassen sollte, ob wir Dinge wie grundlegende Energieversorgung, Wasserversorgung etc. nicht endlich vergesellschaften, weil wir vergesellschaften ja die Profite der Industrie. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir machen ja schon Vergesellschaftung und die Gewinne gehen sozusagen in die privaten Hände, die Verluste werden gesellschaftlich abgefedert. Das ist ein Irrsinn. Aber wenn ihr alle da Bock habt, weiter mitzumachen, bitte macht's. Man stelle sich diese ganzen Sachen mal vor auf einem Marktplatz, wo 100 Leute im Mittelalter genau diese Sachen mal durchsprechen. Würdest du es darauf runterbrechen, käme man zu ganz anderen Ergebnissen. Ja, was du gerade sagst, ist genau richtig, ne? Genauso wie Porsche halt eben auch investiert ist, halt eben in dieses eine Werk da in Chile und so. Das hatten wir ja auch mal schon mal durchgesprochen. Ich glaube, das hattest du ja da mal mitgebracht. Und dann eben auch genau der Punkt hier. Wenn du globale Autobauer anguckst, dann sind die eigentlich im Prinzip fast alle schon selber im Verbrenner aus. Also fast alle haben gesagt, wir hören auf mit Verbrenner von sich aus schon, beziehungsweise sind schon auf E. Ja, und also das heißt, die deutsche Automobilindustrie hat sogar ein vitales Interesse daran, dass es hier klar geht, bis auf halt eben ein, zwei. Plus die FDP ist ja nicht nur pro, ist ja dieses Pro-Auto-Ding, das greift halt zu kurz. Das ist auch nicht, weil das jetzt ein Fetisch ist, sondern die sind halt eben dort, wo sie glauben, dass da jetzt gerade eben die Wirtschaft wächst und da muss man dann helfen. Und das bedeutet halt eben auch, solche Sachen dann eben zu veranstalten, die eben postfaktisch sind. Und dazu passt das Nächste, weil wir machen das ja nicht zum Spaß. Dieses Verbrenner aus ist ein ganz wesentlicher Teil in der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie der EU. Die EU sagt, bis 2055 beziehungsweise 2055 möchte sie gerne klimaneutral sein. Dafür sind bestimmte politische oder eben auch mehr Legislativakte von entscheidender Bedeutung. Ich sage gleich mal, wie viel Tonnen CO2 es hier geht, aber den Punkt möchte ich gerne noch machen. Wir haben vor einigen Jahren beschlossen, neue Öl- und Gasheizung sollen nicht mehr verbaut werden, weil Wärmewende ein wesentlicher Teil dieser Transformation ist. Also sprich, dass die Art, wie wir Häuser beheizen, sich ändert. Wärmepumpe beispielsweise in Teilen Fernwärme und so weiter sind zum Beispiel dafür die guten Alternativen. Öl- und Gasheizung müssen raus. Jetzt haben wir gemerkt, scheiße, wir haben ja in vielen Sektoren läuft es noch nicht so richtig, aber insbesondere im Verkehr und im Bereich Gebäude müssten wir viel mehr machen. Das Aus, was wir für 2026 haben, hat dann Habeck jetzt gesagt, das müssen wir eigentlich vorziehen. Auch so ein bisschen zur Sicherheit, damit, also erstmal, wenn es früher da ist, dann haben die Leute Investitionssicherheit. Plus man hat dann den Vorteil dadurch, dass dann die nächste Regierung das auch nicht sofort dann wieder kippt. Und jetzt erdreisten sich die MIT ist die sogenannte Mittelstandsorganisation der CDU, ist also quasi eine Art eingebauter Lobbyverband, die dann eben anfängt, auf die Art dann dagegen vorzugehen, weil die sagt dann eben sowas wie Verbot von Öl- und Gasheizung, was nicht stimmt. Worum es geht, ist, dass neue nicht eingebaut werden sollen. Und da Wärmepumpen ein bisschen teurer sind, gibt es auch ein komplettes Programm, das diesen Spread deckelt. Also Ölheizung kostet jetzt irgendwie 4 Geldeinheiten und eine Wärmepumpe 6 Geldeinheiten. Und dieser Spread wird durch Subventionen aufgefangen. Das heißt, man kriegt da die Hilfe für. Das heißt, am Ende ist es eigentlich für den Enduser fast egal, aber es hilft halt kommenden Generationen und unserer Lebensgrundlage. Aber jetzt wird das eben so geframed, erst unsere Autos, ne? Es geht darum, unsere Autos, ja, also es ist kompletter Populismus, jetzt unsere Heizung. So, ne? Also da schmeißt man sich wirklich mit dem Werf der Bildzeitung dann da rein und so. Und das ist halt eben, das hat mit Argumenten nichts zu tun. Das sind A, Lügen und B, das vom Framing her soll das halt eben ganz bestimmte Stimmung erzeugen und das wird dann auch dankbar aufgegriffen. Das muss man sich mal reinziehen. Markus Söder ist ja Ministerpräsident, das ist einer der wichtigsten Politiker in unserem Land und der sagt, Kanzler geworden. Genau, und der sagt jetzt eben das, der Umbau der Gesellschaft geht weiter, also er sagt, es gibt einen geheimen Plan, irgendjemand möchte uns umbauen, oh, raune Verschwörung. Die Grünen, aha, da ist der Täter, wollen ein Verbot von Öl- und Gasheizung schon nächstes Jahr. Ja, das ist jetzt ja nicht falsch, außer dass es kein Verbot ist, sondern es soll halt irgendwie nur was anderes eingebaut werden. So, das ist sozial ungerecht,
Aha, überfordert viele Menschen, die sich den Umstieg nicht leisten können. Das stimmt ja auch nicht. Außerdem trifft es besonders im ländlichen Raum. Genau. Ja, das Problem bei ihm ist ja auch eben, dass er über Jahre das verschlafen hat. Aber wenn wir, das ist wichtig, nebeneinander zu stellen. Wir haben oben gerade die ganzen Katastrophen gesehen. Es ist klar, was die Lösung ist. Und jetzt wird Klimapolitik gemacht. Und durch diese ganzen Aktionen soll diese Klimapolitik, die wirklich hochgradig wichtig ist, torpediert werden. Wir haben es mit einem Bereich von Politik zu tun, der aktiv gegen die Interessen der Gesellschaft arbeitet, für Partikularinteressen von Einzelnen. Was nämlich Verbrenner und dieses Ölheizungsding und so weiter, die ganze Sache, wir sprechen hier davon, dass beide Sektoren bummelig etwas über 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen müssen. Und das wäre halt eine wichtige Maßnahme dafür gewesen. Die läuft ja auch immer noch und so, aber dagegen wird jetzt gekämpft. Das heißt, wenn ihr irgendwo in den großen Nachrichten was hört, wie von wegen das Heizungsverbot oder irgendwie so, die wollen uns das und das nehmen, dann ist das Ergebnis von solchen Kampagnen, die wir als solche erkennen und bekämpfen müssen. Ja, definitiv. Da nochmal ein Ding, was mir eingefallen ist zum Thema Auto und Automobil und Verbrennermotor. Ein Fakt, den wir bisher, glaube ich, noch gar nicht platziert haben, der aber gar nicht so unwichtig ist, um auch zu erklären, warum sozusagen die Automobilkonzerne nicht als Monolith agieren, sondern dass da ein ganzes Netzwerk ist. Einfach nur mal folgende Informationen aufnehmen. Die Anzahl der Bauteile eines Verbrennermotors, also diese kleinen Einzelteile, Gummi, Riemen und so weiter, die ja auch unter aufwendigen Verfahren und so weiter hergestellt werden, liegt bei über 1200 Einzelteilen. Und jetzt ratet mal, wie viele Einzelteile ein Elektromotor hat. Das sind genau 1000 Teile weniger. 200. Und das ist natürlich der Grund, warum diese gesamte Automobilzulieferindustrie, die eben diese kleinen Riemen und hast du nicht Spezialkolben und Pipapo, was da alles reinkommt, denen bricht natürlich das Geschäft weg. Das muss man an der Stelle sagen. Und deswegen ist es immer eine wirtschaftliche Logik, die da greift. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass ihr Geschäft nicht kaputt geht. Bedeutet aber dann im Umkehrschluss, dann muss die Politik was sich überlegen. Also entweder wie hier im Ding mit diesem Heizungsbeispiel, dass man sagt, okay, es gibt sozusagen eine Art Transformationshilfe für diese Unternehmen. Ich meine, Bosch kann, glaube ich, sich ganz gut neu aufstellen, was Technologie, es wird ja so viel Technologie gebraucht in Zukunft, ja. Nämlich grüne Technologie. Sie müssten es halt dann umstellen und von mir aus sollen die mit Geld zuscheißen, damit die endlich ihre Produktion umstellen. Das genau, ist doch, warum, also Geld genau, ist wirklich das geringste Problem im Moment. Total, das ist genau der wichtige, du hast einen ganz wichtigen Punkt dabei gesagt, weil es nämlich auch gleichzeitig zeigt, halt eben, wenn es um Transformation von Städten geht, von städtischem Raum, von ländlichem Raum, Aufbau von ÖPNV und so weiter, da hat man hier eben Interessenkonflikte, wo Politik soll ja eben dann auch solche Sachen dann irgendwie zur Sprache bringen, diese Dilemmata auflösen und so weiter. Und hier ist ja klar, das eine heißt Lebensgrundlagen, das andere heißt kurzfristig Gewinnerzielungsabsicht. Da muss man halt einfach sagen, vielleicht muss man hier mal Grundrechte gegeneinander aufwägen und dann mal irgendwie schauen, was ist denn nun wichtiger. Das Besondere dabei ist, und das hast du gerade eben ja auch nochmal so eben unterstrichen, die könnten sich ja auch ohne weiteres transformieren und würden es wahrscheinlich auch tun, wenn die Rahmensetzung klar werden. Wenn ich jetzt sagen würde, als politischer Akteur, hör mal zu, wir brauchen so und so viel Windkraft, das bauen wir jetzt, oder wir brauchen so und so viel H2 und so, und dafür brauchen wir übrigens auch Leute, die Leitungstechnik können oder wie auch immer, dann wäre ja auch den einzelnen Akteuren klar, in welche Richtung sie sich hintransformieren. Aber wenn ich den neuen Zustand noch nicht kenne, wo investiere ich dann rein? Ins Blaue? Diese Rahmensetzung, also genau das Gegenteil von diesem Technologieoffenheit, wie einige Akteure das verstehen, ist ganz entscheidend, damit es vorangeht. Es gab hier noch eine Anmerkung, wir wollen das sozusagen die Kritik und so weiter nicht untergehen lassen. Nochmal zum Thema Heizung und Rechnung. Schreibt hier, die Rechnung mit Heizung ist nicht ganz korrekt. Also ist zumindest jetzt auch die Behauptung. Neue Gasheizung knapp 10.000 Euro und Wärmepumpe bei 28.000 bis 35.000 und davon werden 35% gefördert. Genau, und Robert Habeck hat, glaube ich,
gestern oder heute bei Phoenix gesagt, dass das weiter aufgestockt wird. Ansonsten stimmt das schon, dass nur ein Teil davon aufgefangen wird. Das soll aber tatsächlich halt geheilt werden, dadurch, um da diesen Ausgleich zu schaffen. Und dreimal dürft ihr raten, wer verhindert am Ende, dass das aufgestockt wird? Der Hüter der Finanzen, der an der Schuldenbremse klammert wie kein zweiter, um den Status quo weiterhin schön zu bewahren. Das ist nämlich der Punkt. Also das meinte ich vorhin mit Geld ist eigentlich kein Problem. Also nicht in Relation zu dem, was da alles auf uns zukommt, nämlich Lebensraumzerstörung etc. Aber wenn du da so einen Vogel sitzen hast, der wie auf den Eiern hockt und sich absolut weigert, Transformationsgeld auszugeben, ja, liebe Leute, dann sind wir halt einfach auf dem schnellsten Weg Richtung Desaster. Plus dieses, und selbst wenn sie 35 kosten würden und die Leute sich das nicht leisten könnten, dann müssen wir halt eben generell mal über Umverteilung reden, wie zum Beispiel Vermögensteuer oder so oder vernünftige Erbschaftssteuer. Es gibt ja nun auch kein Menschenrecht auf Eigenheim. Sollte ein Menschenrecht auf Wohnen geben, das wäre schon mal nicht schlecht. Das Ding ist halt dieses, wir können uns, auch wenn sie Y-Euro kosten würden, keine fossilen Heizungen leisten. Fertig. Das ist vollkommen klar. Wir müssen auf Null. Und das heißt, diese ganzen Heizungen, alle müssen mit der Zeit ersetzt werden. Das ist vollkommen klar. Also dieser ganze, wer sich mal KND 2045 anguckt, der sieht ganz genau, wie dann dieser Gebäudeteil dann mit der Zeit dann schrumpfen muss, was eben Wärme angeht. Also jeder, der jetzt eine Ölheizung hat, der wird sich irgendwann in den nächsten 30 Jahren vor die Frage gestellt werden, werde ich jetzt wohl ersetzen müssen, oder? Das ist halt eben ein ganz wichtiger Punkt dabei, weil Wärmewende ein wesentlicher Teil von dieser ganzen Geschichte ausmacht. Und das Gegenteil davon heißt halt eben nicht klimaneutral zu werden, plus dann eben all die ganzen Folgen, die wir in Episode 1 erzählt haben. Korrekt. Es gibt noch eine Frage, aber ich würde sagen, die nimmst du mit zu Maurice. Du bist ja jetzt demnächst, glaube ich, auch wieder zu Gast. Ja, nächste Woche, genau. Geld für die Welt, nächste Woche, schaltet ein bei Maurice Höfgen. Nicht Geld für die Welt, sorry, Wirtschaftsbriefing. Jung Wirtschaftsbriefing, naiv. Genau. Geld für die Welt hat er, glaube ich, eingestellt, oder weiß ich gar nicht. Aber Wirtschaftsbriefing, jung naiv, Maurice, nächste Woche, dann kannst du die Frage beantworten, inwieweit sozusagen die Entscheidung EZB, Fed, Leitzins mit Katalysator der Krise und so weiter. Ja, das machen wir bis dann da, genau. Weil nämlich wir dürfen auch hier aus dem Pegel und auch aus der Temperatur nicht rauskommen, denn diese Sachen, es geht jetzt nämlich genau an der Stelle jetzt weiter. Deswegen, ich nehme die Frage gerne mal mit oder komme einfach Montag dann ins Wirtschaftsbriefing dazu und dann lass das da nochmal schnacken. Weil das Ding ist, was wir jetzt gesehen haben, Problem groß, wird größer, ist gefährlich, haben wir, so. Deutschland trocknet jetzt schon aus, hat also jetzt schon Probleme mit der Klimakrise und politische Entscheidungen werden kaum getroffen, wenn sie getroffen werden, werden sie massiv bekämpft. Das hier war etwas, wo eine Studie, die tatsächlich relativ lange gedauert hat und von der Universität Stuttgart und Graz kam und dann vom Umweltbundesamt erst beauftragt und dann anschließend herausgegeben wurde, kam dann eben raus, dass sie gesagt haben, okay, man geht davon aus, ein Tempolimit spart irgendwie, nagel mich nicht fest, ich glaube 2,1 Millionen Tonnen CO2 im Jahr, wenn ein Tempolimit käme. Und dann haben die das untersucht und haben gesagt, naja, es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die muss man damit einbeziehen und dann kommen wir so auf irgendwas bummelig über 6. So, das heißt also, huch, Tempolimit ist irgendwie wichtig. So, das kam raus und das hat natürlich gewisse Zweige total abgefuckt und dann gab es dann Kritik. Und die Kritik sah üblicherweise dann in etwa so aus, nämlich dieses so, ihr habt ja nur auf Navigationsdatenbasis gearbeitet und das waren ja Vorkrisendaten. Ja klar, weil Corona-Daten ja Blödsinn wären und Daten, wo Benzinpreise teil hoch werden, auch exogene Faktoren sind, die halt eine Verzerrung da. Deswegen Vorkrisendaten macht ja Sinn. Ah, ihr habt ja gar nicht alles euch angeguckt, ihr habt euch nur einen Ausschnitt angeguckt, nämlich nur 15%. Ja, auch das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Extrapolieren, schon mal was von gehört. Genau, dann irgendwie, ihr habt irgendwie angenommen, dass wenn Leute halt irgendwie andere Geschwindigkeiten, andere Rahmenbedingungen haben, dass sie dann auch auf andere Verkehrsträger umsteigen. Nein, ein Modalwechsel ist komplett ausgeschlossen, wird dann gesagt, was halt auch komisch ist. Und eine meiner Lieblingsanwürfe war dann, nein, wir haben mal gefragt und tatsächlich ist es so, über 3/4 aller Autofahrer fahren 130 oder langsamer auf der Autobahn. Das entspricht nicht meiner
Erfahrung. So, ne? Und übrigens, das Umweltbundesamt hat keine wissenschaftliche Kompetenz und die Universitäten Stuttgart und Graz übrigens auch nicht. Das waren tatsächlich Kritikpunkte, die geäußert worden sind und die waren jetzt nicht besonders stichhaltig. Also damit kriegte man das nicht zerschossen. Und jetzt ist das Spannende, weil nämlich dadurch kam dann jetzt ein Gutachten, also quasi eine Art Gegenstudie, aber es ist eigentlich ein Gutachten. Und das kam dann raus, auch Anfang der Woche dann, Tempolimit spart weniger CO2 an als angegeben, sagt die FDP. So. Und das Witzige ist, wenn man dann genau drauf guckt, weil die sagen dann, nein, nein, es sind auch nicht die 2 Millionen Tonnen, die das einspart, es ist sogar nur 1 Million Tonne, 1 Million Tonnen maximal. Ne? So, und dann wurde das dann auch direkt dann natürlich ausgewertet. So, der Verkehrsexperte sagt dann hier, unser Gutachten zeigt deutlich, ne, also auch schön auf die Adjektive achten, dass die Studie von bla 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 unwissenschaftlich und bewusst irreführend ist. Also bewusst, da sagt man, also ist intentional, da muss man natürlich immer fragen, welche Intention liegt denn dahinter. Und wenn es unwissenschaftlich ist, wie hast du das herausgefunden? So, das Amt rechnet gar nicht, das Amt ist hier Auftraggeber, aber behauptet, also ist hier eine Behauptung, Falschzuschreibung, nämlich das Amt rechnet Effekte von Tempolimits schön, also wieder intentional, die nachweislich, aha, ihr habt also es besser herausgefunden, weil ihr wirklich eine Studie gemacht habt, nicht verhaltbar und ohne Sinnhaftigkeit sind. Das heißt, es werden Maßnahmen empfohlen, die gar nicht im Zusammenhang damit stehen. Also im Prinzip, das ist so ziemlich das, da steht quasi, das ist das schlimmste und schwachsinnigste Papier der Welt. So, das heißt also, es ist eine solide Studie rausgegeben worden, da gab es scheinbar irgendeine Form von Gutachten, so, und dann wird von diesem Verkehrsexperten dann so geframed nach dem Motto, aha, haha, wir haben euch jetzt aber erwischt, das ist das schlimmste Papier der Welt. Und dann kommt der private Mediensektor mit diesen Sachen, Forscher zerpflücken Studie zum Tempolimit, mit seltsamen Tricks rechnet sich das Umweltbundesamt das Tempolimit schön, Tempolimit überhaupt effektiv und übrigens, das hat sogar Geld gekostet. Das sind nur ein paar Ausrisse von dem, wie das dann rezipiert wurde. Also wirklich, aber auch fast zeitgleich, ne, kamen dann diese Sachen raus. Interessanterweise nicht abgeschrieben aus einer Pressemitteilung, sondern immer wieder anders formuliert, aber es wurde dann schon sehr, sehr klar, dass gesagt wurde, oh Gott, hier ist ein Verbrechen passiert. Also wirklich, ich habe selten so eine krasse, übertriebene Kritik gehört. Und das Spannende ist im Raum dieses, es ist nicht das Verkehrsministerium, das hier die Gegenstudie beauftragt hat. Oder dieses Gutachten. Es ist die FDP. Die Partei. Die Partei hat das in Auftrag gegeben und muss das natürlich dementsprechend auch selber bezahlen. So, ist auch die Frage, wo haben die das Geld her? So, und die sagen dann, es hat weniger CO2-Einsparung. Und das Witzige ist, wer sind denn die Leute? Man würde jetzt erwarten, das sind auch halt, das sind tatsächlich auch Leute, die sich wirklich mit Verkehr beschäftigen. Das sind beides Ökonomen und so weiter. Aber das sind jetzt halt nicht zwei komplette Forschungsverbünde von großen Universitäten. Nein, nein, der eine, der schreibt regelmäßig auch bei Tichy, also ne, diesem der rechten Plattform. Und der andere gehört so direkt zu diesem ganzen, unter anderem zu dem ganzen Umfeld von Lars Feld und so weiter. Das heißt, die haben also eine gewisse starke politische Prägung in eine Richtung und die sind auch aufgefallen als Klimaleugner. Weil die nämlich versucht haben, dann den menschengemachten Klimawandel zu relativieren. So. Ja. Und ich habe mir dann auch mal angeguckt, was denn da drin steht in diesem Gutachten. Sehr spannend ist, wie, also die argumentieren, das ist nicht wissenschaftlich, sondern es wirklich, also dass du es so in so einem Artikel verwenden kannst, weil dann auch diese Adjektive drin sind, bewusst und falsch und total. Also die versuchen tatsächlich auch, das falsch darzustellen oder als schlecht darzustellen, aber ohne Argumente zu bringen. Und wenn man dann reinguckt oder sich dann auch reinguckt, welche Quellen die zitieren, kommt das dabei raus, nämlich, dass die halt eben ja, populärwissenschaftliche Schriften von Klimaleugnern aufziehen, dass sie Eike ist dieses, hatten wir in der Episode 2 besprochen, dieses sehr rechtslastische Think Tank-Gebilde ist, das versucht halt Klimawandel zu leugnen. Die haben scheinbar schon mal für die FDP gearbeitet und was sie halt eben wollen, sind halt eben, man gibt denen Geld und man kommt dann irgendwie eine Antwort bei raus, die man haben will. Also es wurde danach auch interessanterweise nicht mehr darüber gesprochen. Also es kam die Studie raus, alle haben gewusst, so, hey, vielleicht sollen wir doch über Tempolimit reden. Dann wurde dieses Gutachten erstellt, dann haben sich alle überschlagen, als ob das das Schlimmste ist, der Welt und dann haben sich das ein paar wirkliche Experten angeguckt und auch ein paar Leute, die sich regelmäßig mit sowas auseinandersetzen, gemerkt, so richtig gehaltvoll ist es nicht. Und ab da war das Thema dann nicht mehr so laut. Ne? Aber man hat immer noch einen Punkt, auf den man zurückkommen kann. Das heißt, immer wenn jetzt irgendeiner von den Journalisten Tempolimit sagt, wird auf der anderen Seite der entsprechende Mensch, je nachdem, wo er zu welchem Bereich er sich gehört, dann sagen, ja, nee, da hat es ja diese Studie gegeben, das hilft ja gar nicht.
obwohl das nicht stimmt. Und das ist genau ein, deswegen habe ich das auch mit aufgenommen, erstmal weil es aktuell ist, aber weil das auch ein Mechanismus ist, wie so gearbeitet wird. Wir haben ja gerade eben gesehen, das soll bewusst gemacht werden, das wird einfach manchmal nur totgeschrieben, das Thema, und hier wird das sehr subversiv versucht dann zu derailen, das Ganze. So. Sollten an der Stelle Medienschaffende, Journalistinnen und Journalisten zugucken oder Leute, die Journalistinnen und Journalisten kennen oder Leute in Medienbetrieben kennen, bitte doch mal diesen Ausschnitt oder diese Stelle auch schicken oder von mir aus die ganzen Sendungen und so weiter. Weil natürlich einerseits, ich weiß ja, wie der Medienbetrieb in weiten Teilen läuft, also die Journalistinnen und Journalisten sind die ähnlich wie alle Arbeitenden am ganz untersten Bodensatz, was sozusagen Arbeitsbedingungen etc. angeht. Das ist einfach so, das heißt, sie haben keine Zeit zu recherchieren, sie müssen sozusagen, sie bekommen wenig Raum, Dinge zu machen, bekommen letztendlich auch themenmäßig immer mal wieder gefeedbackt, so von wegen, naja, komplizierte Themen und Klimawandel klickt sich nicht so gut und wir müssen hier performen und so weiter und so fort. Also das Ding ist wirklich, ihr müsst ein bisschen so mundpropagandamäßig, weil das ist wirklich nicht nur, also es ist auch ein strukturelles Problem, aber dem strukturellen Problem kann man so ein Stück weit mit begegnen, dass man sich nicht jedes Mal wieder ins Boxhorn jagen lässt, was diese Sachen angeht. Also immer wieder auch gucken, wie schafft man sich einen Pool an Ressourcen, wo längst widerlegte Dinge, aber immer wieder ja auftauchen in der Medienberichterstattung, dass ihr da mal darauf hinweist, mit unterstützt und so weiter und so fort. Das ist wirklich notwendig, weil ohne diesen Journalismus wird es halt leider nicht gehen. Und das ist halt, ja, tragisch. Ja, das stimmt. Das also kann ich nur komplett unterstützen. Also hier müssen wir so irgendwie so als Netzwerk das verstehen. Das ist eben Teil davon, dass eben Sektoren eben aufmerksam werden und bei sowas eben genauer zuhören. Und noch ein Tipp, der gute alte Pulitzer-Preis-Tipp, follow the money. Ja. Also Watergate-Affäre und so weiter, die damaligen Investigativjournalisten, deren Motto war es, follow the money. Guckt euch als Journalistinnen und Journalisten die Geldströme an. Also sowas wie, wer hat das jetzt finanziert und wie konnte die Partei das finanzieren und so weiter. Also schaut euch an, wo sind Geldströme, wo sind Geldnetzwerke, Verbindungen und so weiter. Und ich glaube, da wird man dann sehr schnell fündig, weil Geld ist immer eine sehr gute Spur in unserem System, um eben zu sehen, wo ist eigentlich auch Power. So, und ja, wo wird Wirkkraft hier ausgespielt. Ja, sehr gut. Ja, jetzt schauen wir uns mal noch ein weiteres Beispiel an. Das hier, Roland Berger. Roland Berger, in Deutschland bekannte Unternehmensberatung, genau. International halt eher so nachrangig zu betrachten und so. Ich habe auch schon mit denen einige Male zu tun gehabt. Aber ziemlich klare Position pro Klimaschutz und pro Transformation. Und auch der Gründer, der auch der Namensgeber dafür ist, der Herr Roland Berger, ist auch mal aufgetreten als dieses, naja, wir müssen das schon wirklich jetzt machen, ne? Wir müssen das wirklich machen. Und er hat sich dann damals auch dafür stark gemacht, das war ja auch Teil der Koalitionsverhandlung damals, wo gesagt hat, okay, Geschäftsordnung, ist ja so, dass die einzelnen Ressorts selber relativ gut handeln können, müssen sich dann haushaltsmäßig abstimmen und so, aber der Finanzminister hat in der Regel die Möglichkeit, so ein bisschen Veto dort walten zu lassen. Und sowas Ähnliches bräuchte man aus klimapolitischen Gründen halt eben auch für einen Klimaminister, der bei uns der Wirtschaftsminister ist, also Robert Habeck. Das wurde auch länger diskutiert, dass es auch sehr, sehr sinnvoll wäre. Man konnte es am Ende machtpolitisch nicht durchsetzen. Aber Roland Berger hier als wirklich großer Unternehmensberater gesagt, das bräuchte eigentlich, damit effektiver Klimaschutz da ist, weil er genau verstanden hat, Klimapolitik ist ganz wichtig. So. Und das sieht man dann eben auch daran, dass eben Roland Berger auch eben hier verschiedene Organisationen, hier Agora Energie, Energiewende, ganz wichtiges Think Tank in Richtung Energiewende, halt eben dann auch mit Fachexpertise unterstützt. Und das ist halt eben ein wichtiger Punkt. Das heißt, sie haben sehr starke Positionen,
Aber wenn dann der Wind sich an einer Stelle dreht und man kann das eben mit Geld halt eben auch Expertise und auch Wortspenden kaufen, tritt derselbe Mensch auf, jetzt, wo das gerade nämlich passt, weil das ist genau die Woche, wo wir gerade eben gehört haben, von wegen, das ist nicht gut und das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und es ist immer wichtig, dass solche Sachen nacheinander einschlagen, stellt sich Roland Berger hin und sagt so, die Politik der Grünen gefährdet den Standort Deutschland. Wobei genau das Gegenteil der Fall ist. Die Nichtpolitik der letzten Jahre hat den Standort gefährdet. Das sehen wir zum Beispiel in Bayern, wo Energiewende nicht stattfindet und deswegen jetzt Strukturprobleme auftreten. Das sehen wir daran, dass unsere gesamte Automobilindustrie jetzt zum dritten Mal einen globalen Trend verpennt hat und jetzt versucht, uns zu missbrauchen, sich zu retten. So, und das sehen wir eben auch an vielen anderen Stellen. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Aber er sagt, und ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich denkt er sogar auch das ein bisschen anders, spricht jetzt halt eben genau hier diesen anderen O-Ton. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt auch keine es gibt auch wirklich keine Empirie dafür. Erstmal A, der Standort hat sich jetzt nicht irgendwie durch Politik jetzt irgendwie verändert und so richtig große Wirtschaftspolitik ist noch gar nicht da. Also das gleiche in mehrfacher Hinsicht halt eben nahezu haltlos. Es gibt Rahmenbedingungen, die sich geändert haben, die aber wahrscheinlich nicht durch die Politik kommen und sich auch wieder rückverändern. Tatsächlich müsste sein Schluss ein vollkommen anderer sein. Und dabei gehe ich jetzt noch nicht mal darauf ein, was er gerade eben noch davor gesagt hat. Also es ist ganz spannend, was man da sehen kann. Ja, weil jetzt hier zum zweiten Mal die Frage aufkam nach Larry Fink, aber das ist das gleiche Prinzip. Larry Fink hat vor einigen Jahren, also der größte, also der Chef von BlackRock, einer der größten Kapitaleigner und Investoren und so weiter, Kapitalfonds, hat ja so einen Brandbrief geschrieben an alle Investoren und so weiter, Shareholder, dass sie doch jetzt bitte sozusagen in grüne Technologie, alles andere sei quasi alternativlos. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war denn jetzt damals mit der Aussage, die ja schon so eingeschlagen ist? Und ich glaube, die Antwort haben wir währenddessen schon gegeben und man sieht es ja auch anhand von Roland Berger. Die Kapitalflüsse haben sich massiv gedreht, auch durch die Ukraine-Krise. Das heißt, das Fossile wurde so attraktiv, da rein zu investieren, dass man sich die Rendite nicht entgehen lässt. Also vergesst dieses moralische Denken im Kapitalmarkt. Das ist nicht in der Systemlogik verankert. Das kann man sich noch so dolle wünschen. Am Ende des Tages ist es eine Maschine, ein System, was da fungiert und nach knallharten Logiken. Und deswegen sind diese Geldflüsse so wichtig. Und das Geld fließt immer dahin, wo die größte Quelle ist. Und die größte Quelle wurde halt wieder aufgemacht in fossile Energieversorgung. Und das ist einfach der Punkt. Und dann sagt jetzt zwar Larry Fink nicht, ihr müsst jetzt alle wieder fossile sozusagen investieren, aber er spricht auch nicht mehr so laut dagegen. Und macht hier einen auf moralisch. Genau, und dazu kommt dann eben auch, dass dann eben auch in einigen Staaten Legislativakte gibt, halt wie zum Beispiel der Nahe Osten hat seine eigene, ganz eigene Konferenz, die sich da eben treffen, die heißt dann irgendwie so Global Governance Summit oder so. Also es wirklich bedeutend, die dann irgendwie dafür die Zukunft der Petrostaaten neu definiert. Kriegt man in Deutschland kaum mit. So, oder eben in Amerika, wo dann jetzt die Republikaner komplett, nicht nur in Texas, sondern komplett aufgesprungen sind, ESG zu bekämpfen. Also alles Investment in Umwelt, Gesellschaft oder gute Unternehmensführung soll bekämpft werden. Weil, und nicht, weil das ist ein bisschen ideologisch, aber es ist vor allen Dingen etwas, wo sie damit eben die Leute, die in die genau die gegenteiligen Sachen investieren, schützen wollen, die Interessen. Larry Fink, habt ihr komplett recht, er schreibt einmal im Jahr ein Letter an die CEOs, in jedem Jahr. In den letzten Jahren steht ganz konkret drin, all diese ganzen fossile Infrastruktur wird Stranded Assets. Und damit hat er recht. Mhm. Es ist by Design oder by Disaster. Das ist ja das, was sie sagen. Er hat komplett recht. So, und was er hat, ist aber, dass genau die anderen Seite, nämlich die sagen, hör mal zu, A, gibt es hier noch Öl, wo wir irgendwie Geld mit verdienen und B, du bist übrigens ein linksgrün versiffter Schweinehund, also das geht dann auch immer gleich in Richtung so, das ist ja alles woke und das ist ja schlecht, also das in Amerika ist der Kulturkampf im Finanzmarkt da ein Punkt, nicht in Entscheidung, aber in dem Diskurs drumherum.
Und deswegen musste Larry Fink, ganz tolles Interview, tun wir mit in die Shownotes, bei der New York Times Konferenz Ende letzten Jahres, sich quasi entschuldigen. Das ist der mächtigste Mann der Welt. Der verwaltet 8 oder 9 Billionen inzwischen. Das ist wirklich der mächtigste Mann. Und der musste sich quasi dafür entschuldigen, dass er sagt, das hat mit Woke nichts zu tun. Ich mache das, weil wir halt wissen, jede Investition in diese fossile Infrastruktur ist Stranded Asset. Du kriegst zwar heute noch Geld daraus, aber du weißt ganz genau, das wird sich nie wieder verzinsen. Das ist komplett irre. Das ist ein nicht nachhaltiges Geschäft im Sinne von, du kriegst die Investition nicht wieder. So, und gibt es auch Kalküle, warum, das kann man nochmal anders erklären. Und so. Aber der Finanzmarkt ist an der Stelle tatsächlich nicht davon getrieben, die Welt retten zu wollen. Deswegen ist auch das, was bewerfe ich auch unseren politischen Entscheidern vor, dass die halt eben sagen von, na, wir müssen nur die Rahmenbedingungen setzen für grünes Investment und dann werden die Leute schon richtig aus eigener Überzeugung das machen. Nein, nein, du musst schon den Rahmen so eng setzen, dass klar ist, wo muss das Geld hinfließen. Und dann sieht das auch wieder anders aus. Ja, das Schlimme ist ja, man muss ja nur für Transparenz sorgen. Man muss also sozusagen, ja. Dann das wird das schon gemacht. Gut. Ja, ja, genau, das haben wir aber gelernt. Das ist natürlich ein guter Minischritt dahin, aber das löst halt nicht das Problem. Letztlich. Und man sieht es ja jetzt hier am Beispiel von Larry Fink. Also wenn jemand, der wie kein Zweiter für das Kapital steht, also wirklich Finanzkapital ohne Ende hat, Macht ohne Ende hat und selbst dessen einigermaßen gesunder Menschenverstand dann wiederum in Frage gestellt wird aus Identitätspolitik, aus Interessenspartikularinteressen. Das ist doch Wahnsinn, Leute. Das ist doch völliger Irrsinn. Ja, und da sieht man auch wieder, deswegen ist es auch wichtig, wir würden anders drüber reden, wenn wir es auch anders, also man würde es schämen, glaube ich, wenn es klar wäre, was für Konsequenzen das hat. Diese ganze im Zentrum der Debatte ist nie, was ist denn die Alternative? Alle glauben dann, da läuft halt irgendwie so ein Polarbär ins Leere und nicht etwa, wir werden hier verdammt nochmal Kriege führen und verhungern. So, ne? Darauf laufen wir hinaus. Das was eben nicht. Jetzt schon passiert. Genau, was jetzt schon passiert. Und wenn du das in die Debatte einbringst, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Weil dann will nämlich hier wirklich jemand verbrecherisch Geld verdienen, auf zweimal auf deine Kosten, dann würde man anders darüber reden. Aber tatsächlich haben wir jetzt hier gerade Täter-Opfer-Umkehr, oder ne? Also wo dann derjenige, der versucht, zur Lösung beizutragen, geschämt wird aus falschen Gründen. So, und deswegen müssen wir da immer ganz klar sein, auch zu sagen, wie sind die Zusammenhänge und was sind die Folgen davon? Und dann wird die ganze der Diskurs auf einmal ganz anders. Dann können nämlich die Leute mit diesen halbseinen Argumenten auch gar nicht mehr ankommen. Der Wissing, der würde niemals mit so einer Tour durchkommen, wenn auf der anderen Seite jemand wäre, der sagen würde, okay, schauen wir jetzt mal wirklich drauf. Stimmt das really? So, und dann kommt man nämlich auf einen so, huch, ja, nee, stimmt ja gar nicht, Volker, was ist los? Ja. Und deswegen, ich auch an der Stelle, weil nochmal im Chat gefragt wird, das meine ich doch, geht es dann um Verbote? Ja, genau darum geht es. Also im Sinne, im großen Stile. Ja. Und ich finde diesen Vergleich, den Thilo gemacht hat in dem Interview mit Claudia Kämpfer, der war so auf den Punkt gebracht, nämlich das Thema Sklaverei. Nochmal. Sklaverei ist nochmal eine ganz andere Dimension, ja. Aber das war eine Wirtschaftspraktik, die offenbar absolut menschenschädigend war, gegen die Menschenwürde verstoßen hat. Trotzdem haben natürlich viele davon profitiert. Es war auch Normalität in dem damaligen Wirtschaftsbetrieb, dass das so eingesetzt wurde. Und trotzdem gab es eine Bewegung, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass zumindest offiziell Sklaverei verboten wurde. Es wurde sogar ein Bürgerkrieg dafür entfesselt, einer der größten überhaupt und so weiter. Das will ich jetzt nicht sozusagen einfordern, dass das auch passiert, aber mit der Vehemenz, wie sozusagen dieses Verbot einer wirtschaftlichen Praktik vorangetrieben wurde und sozusagen in Kraft gesetzt wurde, das gilt es eigentlich bei diesen Formen der Energieerzeugung zu machen, so wie Claudia Kämpfer es auch ja eindringlich in dem Interview dargelegt hat. Und wir werden demnächst sicherlich auch mal so ein Special machen. Ja. Da ist schon mal der Hinweis, wir werden gemeinsam nochmal durch das Interview gehen, weil da sehr viele sehr gute Sachen drin waren, die sehr wichtig sind, die man nochmal rausstellt, nochmal ein bisschen vertieft diskutiert. Und genau das ist der Punkt, also dieses auch, und ich glaube, das ist mit der größte Propaganda-Hit überhaupt, über also Verbote an und für sich quasi irgendwie zu diskreditieren. Das ist völliger Schwachsinn, Leute. Also ja, das ist vor allen Dingen, natürlich, das ist,
Natürlich, ja genau. Das ist die Funktion, ne? Also politisches Rahmensetzung heißt halt eben auch Regeln zu setzen und zu sagen, was machen wir, was machen wir nicht. Das ist ganz normal, das ist politisches Handeln. Und wer, sage ich mal, dagegen sich echauffiert, der ist im Prinzip der Fossilindustrie und dem neoliberalen Projekt irgendwie auf den Leim gegangen. Weil natürlich bedeutet jede Art von Gesellschaft Freiheitseinschränkung. Ich darf nicht rumläuten, um Leute ermorden. Ich darf nicht rumlaufen und irgendwie Leute irgendwas wegnehmen oder so. Das darf ich nicht, das ist nicht in Ordnung. Da hat sich die Gesellschaft darauf geeinigt. Und genauso wenig darf ich heute eine Maschine betreiben, die morgen unsere Kinder tötet, weil dann einfach nichts mehr wächst. Das ist doch das Einfachste von der Welt. Das sind ordnungspolitische Rahmensetzungen, so nennt man das. Und auf der anderen Seite, wenn man es irgendwie vergiften will, dann sagt man Verbote. Und wir sind ja jetzt keine 16-Jährigen, die sagen, ich will mein Zimmer nicht aufbauen, weil ich will mir nichts verbieten lassen. Wie albern ist das denn? Also derjenige, der mir ein Verbot aufdrehen will von der CDU, dem werfe ich doch direkt Cannabisverbot entgegen. Na, also Verbote haben wir überall. Na, also wie zum Beispiel das Verbot halt irgendwie, dass ein Stromzähler rückwärts laufen kann, wenn die PV-Anlage hier eben mehr einspeist und so. Ne? Also von daher, wir müssen halt irgendwie drauf gucken, natürlich müssen wir als Gesellschaft uns neu organisieren und das bedeutet halt zu sagen, das machen wir und das machen wir nicht. Und dann ist immer noch genügend für alle da. Ja. So, das ist ja genau das Thema. So, und das Ding ist, also ihr kennt Ideologie immer dann, wenn jemand sagt, Verbote an und für sich sind per se doof. Also da hat sich derjenige schon disqualifiziert aus dem Diskurs, weil das ist einfach dumm. Also es ist einfach dumm, weil es A nicht stimmt, weil diese Leute sowieso an verschiedenen Stellen über Verbote reden. Und es sind ja die einfachsten Sachen. Also wenn man nur fragt, würdest du irgendwas erlauben, was deine Kinder tötet, was irgendwie selbstverständlich ist, würde ich ja sagen, natürlich muss das verboten werden. So, also es geht ja darum zu diskutieren, welche Art von Verbot ist sinnvoll, welche Art von Verbot hat einen Hebel, welche Art von Verbot schränkt sozusagen die Lebensqualität weniger stark ein als der Schaden, der vielleicht angerichtet wird, wenn dieses Verbot nicht ausgesprochen wird. Also wir müssen sozusagen nicht darüber sprechen, ob Verbote an und für sich was Schlechtes, Doofes, wie auch immer ist, sondern wir müssen konkret darüber reden, was wollen wir eigentlich verbieten und was nicht, was bringt was, was nicht. Und genau, und da jetzt den letzten Punkt noch zu setzen, dieses, wir haben 50 Jahre lang zugeschaut und immer darauf vertraut, dass die Leute aus gutem Willen oder aus Vernunft heraus auf bestimmte Sachen verzichten. Und das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber passiert nicht, wenn auf der anderen Seite da irgendwie der Rubel rollt. Das bedeutet, wir müssen diese Rahmensetzung setzen. Das ist vollkommen evident. Also es gibt, die Geschichte ist voll mit Empirie dazu. Wir werden diese Rahmenbedingungen setzen müssen, ansonsten kommen wir nicht raus. Also auf bestimmte Bereiche, die müssen halt irgendwie gehen in Freiwilligkeit nicht mehr. Genau, also ansonsten diktiert uns das Desaster, die Verbote. Nämlich genau. Von ganz alleine und die sind irreversibel. Das heißt, die Natur verbietet uns dann die Art zu leben oder überhaupt zu leben. Dann haben wir den Salat, da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss mehr. Jetzt hätten wir noch die Chance, darüber zu diskutieren, wie gestalten wir die restliche Lebenszeit und die der Generationen, die dann womöglich kommen mögen. Aber alles andere wird uns dann genommen. Das ist genau dieselbe Argumentation, wenn man kommt ja von wegen Demokratie und so weiter. Ja, Leute, wenn hier nicht Einhalt geboten wird, wie auch immer, dann wird sich Demokratie sowieso in Luft auflösen. Das ist doch genau der Punkt an der Stelle. Also wir versuchen das zu beschützen, dadurch, dass wir sagen, bestimmte Sachen dürfen halt diese tödliche Entwicklung nicht weiter vorantreiben. Da, wie gesagt, Episode 2, da diskutieren wir genau das und in Episode 3 diskutieren wir all die Lösungen, die es braucht. Also mir geht es nur darum, dass wir weiterkommen. Ich finde das auch cool und spannend, darüber zu reden, so, aber wir haben ja noch Material und ich glaube, das hilft wahrscheinlich da einfach auch nochmal kurz vorbeizuschauen und sich das abzuholen. Ja. So, und hier nochmal der Ding, ich weiß, das ist ironisch gemeint, ich will es trotzdem aufgreifen, weil es trotzdem irgendwie gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint. Das Desaster liegt doch noch ganz bestimmt in ganz weiter Ferne. Ja. Nein, ist es nicht. Es ist heute, es ist hier, es ist jetzt. Schaut euch um, guckt euch die Dürre an, guckt euch Frankreich an, wie sie Trinkwasser rationieren und so weiter. Wir sind mittendrin und so viel kann man schon sagen. Jeder Tag wird beschissener. Ja. Es wird nicht besser. Also das Einzige, was wir machen können, ist jetzt irgendwie eine Bremse reinzuhauen und dann bleibt das mal so auf dem Stand. Aber es wird dann auch noch nicht signifikant besser. Das Einzige, was wir machen können, ist die Lebensumgebung so umzugestalten, dass es irgendwie ein bisschen bessere Lebensqualität ist. Aber wenn wir dieses auf uns zurollende Desaster
stoppen wollen, dann muss das so, also es ist da. So. Ja. Es ist da. Es kommt nicht. Es ist da. Da hat Özdemir beim letzten Mal ja auch sehr viele gute Sachen dazu gesagt. Ja, das ist jetzt halt irgendwie so. Genau, damit müssen wir uns jetzt befassen und es gibt Lösungen und die kriegen wir auch hin. Und hier besprechen wir gerade, was dagegen steht. Und was dagegen steht, ist zum Beispiel auch er hier, der berühmteste Backenbartträger der Nation, ehemaliger Chef des IFO-Instituts, immer gut für einen harten, unmenschlichen Take. Seine Ideen von wegen, man sollte ältere Menschen schlechter bezahlen, weil die leisten ja auch weniger und so weiter, kennen wir alles und so. Also von ihm ist wirklich eine ganze Menge Menschenfeindlichkeit bekannt und er ist ja nun seit langem aus dem Betrieb raus und das hält ihn trotzdem nicht dazu ab, solche Wortspinden abzulassen und er sagt, Deutschland ruiniert mit extremistischer Klimapolitik, erstmal, es gibt kaum Klimapolitik, zweitens ist sie nicht extremistisch, die eigene Industrie. Da wird dann wieder so getan, als wäre Industrie in Deutschland besonders bedeutend, wir reden hier von 25% vom BIP, das ist nicht unbedeutend, aber es ist auch nicht so, als ob denn hier die Lichter ausgehen. Zweitens, die Klimapolitik schützt eher diese Industrie, dadurch nämlich, dass sie dafür sorgt, okay, bestimmte Zweige müssen sich ja transformieren. Das haben sie aber schon vor 30 Jahren gewusst. Wenn die das jetzt versaut haben und so weiter, dann schneidet das jetzt halt in deren Rendite. So what? Das ist dann eben so. Und bestimmte Industriezweige wird es nicht mehr geben. Ja. Aber dieses, wenn wir es nicht schützen, dann bricht das ganze Land hier in Teilen zusammen. Dann ist Industrie eh essig und extremistisch schon mal gar nichts. Aber das ist genau das, was es wieder soll. Hier ist wieder dieser alte, man kennt ihn noch von früher, angeblich Wirtschaftsexperte, der dann eben sagt, es ist extremistisch, das ist schon mal eine hohe Art von Diffamierung. Ne? Also extremistisch ist es, nicht mehr extrem, extremistisch. So. Und Klimapolitik gäbe es und die ruiniert die Industrie. Es gibt keine Evidenz dafür, dass wir weder Klimapolitik noch extremistisch noch ruiniert da irgendwas haben und so weiter. Und das ist halt eben das, dass sowas auf den Titel kommt, mit der, das gibt natürlich einen Grund. Haben wir auch in Episode 2 geredet, warum und so weiter. Aber ja, das passt genau da rein in diese ganze Schiene. Kannst du dich eigentlich erinnern, ob Hans-Werner Sinn damals, als die deutsche Solarindustrie zerstört wurde, ob es da eine ähnliche Ding gab? Deutschland ruiniert mit extremistischer Wirtschaftspolitik die eigene Solarindustrie? Nein. Sondern da gab es dann eben damals etwas so, von wegen sollte man jetzt tarifär eingreifen, weil da kam ja vor allen Dingen dieses so, möchte die EU und Deutschland halt Solarindustrie schützen, dadurch, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwie Solarpaneele aus China kommen, dass man die bezollt, so, und damit dann den Unterschied, diese Preisparitäten ausgleicht. Und ich meine damals, ich weiß nicht, ob es er war, aber da war dann große Empfehlung daraus, das sollte man besser nicht machen. Und das hätte plötzlich die komplette Industrie dann ja weitestgehend sterben lassen, die man jetzt mit 15 Milliarden wieder aufbaut. Es ist komplett crazy. So, dann das hier. Und hier wird es jetzt richtig juicy. Der BDI, der Bund der deutschen Industrie, der behauptet, so, wir begrüßen den Vorstoß von Wissing für echte Technologieoffenheit, weil Technologieoffenheit kann es nur geben, wenn man bestimmte Sachen nicht ausschließt. Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, brauchen wir grüne Kraftstoffe, E-Fuels und fortschrittliche Biokraftstoffe. Ein faktisches Aus für den Verbrenner lehnen wir ab. Innovation. Innovation ist von denen haben nachgefragt und so weiter. Das heißt nicht Innovation, ist kein Schreibfehler, sondern das ist halt ein Kunstbegriff, den sie sich ausgedacht haben. Innovation, was soll das heißen? Ja, komm, lass es. Das ist also, ne, wir sind eine innovative Nation und so. Das heißt, ach, hör doch auf. Ja, kompletter Hirnriss. So, und dann dieses, dann auch wahrheitswidrig, Klimaziele 2030 nur zu erreichen, Beimischung grünen Kraftstoffen mindestens 22%. Das ist natürlich nicht richtig. Man könnte halt, es gibt eine ganze Reihe anderer Optionen, es gibt auch ganz andere Pläne dafür, halt eben so das Ganze hinzubekommen. Jedes Unternehmen, das im BDI ist und wirklich sich auf die Fahne schreien, angeblich nachhaltig sein zu wollen oder werden zu wollen, und BDI hat auch so eine Unterorganisation, die E-Konsens heißt, wo sich besonders nachhaltige Unternehmen versammelt haben, müssten jetzt protestieren oder austreten, weil sie sich davon nicht vertreten fühlen könnte, weil nämlich echte Technologieoffenheit, wir haben es ja gerade durchdekliniert, halt genau das eben ist, was Deutschland schadet im Klima und in der Industrie. Und zweitens ist es nicht so, als ob wir jetzt E-Fuels brauchen würden, weil es gar nicht genug E-Fuels ist, das gibt. Das haben wir in Episode 6 ja belegt und dann eben auch durchgesprochen. Also es wird auch auf absehbare Zeit nicht genug E-Fuels geben. Das behaupten die aber. Wahnsinn. Und dann sagen sie halt eben, man muss grünen Wasserkraftstoff halt irgendwie beimischen und so weiter. Da hast du nochmal ein ganz anderes Verbrennerthema und so. Also das ist richtiger Horror. Und warum ich das jetzt hier mit drauf habe, ist... Ganz kurz, Jens, austreten. Ich muss mal ganz kurz austreten, du darfst aber gerne weiterreden. Ja. Ich werde nichts verpassen, weil ich ahne dann auch schon, was kommt. Deswegen mach mal weiter.
Genau, sag einfach, wenn du wieder da bist. Ich rede weiter. Ja, ja. So, und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, die ganzen Geschichten kommen alle zu einer gewissen Zeit. Also es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt untereinander sich verbrüdern würden oder so, aber man teilt Interessen. Und diese geteilten Interessen sind unter dem Deckmantel von verschiedenen Geschichten, dieser Grundnarrative, die das Ganze halt eben begleiten, eben zu sagen, okay, für den Status quo, für die ganze fossile Infrastruktur, wie sie gerade da ist, weil dahinter steht nämlich immer, dass man E-Fuels, dann kann man die ganze alte fossile Infrastruktur weiter nutzen, wird gedacht und so weiter. Auch wenn man Wasserstoff, der nicht grün ist, versucht voranzutreiben, bedeutet es auch fossile Industrie und so. Das heißt, man hat sich jetzt entschlossen, gegen Klimapolitik zu sein, offen gegen Klimapolitik zu sein und gleichzeitig dann auch Wissenschaftsfeindlichkeit herauszugeben, weil die ganzen Sachen sind da kontrafaktisch, in Teilen sogar, man müsste sogar sagen, auch ein bisschen gelogen, zumindest aber unvollständig dargestellt. Und das kommt jetzt alles zu Schlag auf Schlag und zur selben Zeit. Das heißt also, wichtige Wirtschaftsakteure bilden jetzt langsam eine Art von, ja, nicht konzertierter Aktion, aber geschlossener Front gegen Klimapolitik und das offen gesellschafts- und wirtschaftsfeindlich und mit dem Mittel von, naja, Populismus und Faktenferne. So, und das ist ganz wichtig, weil das ist das, was wir in den Staaten gesehen haben vor 15 Jahren, als da eben auch der Angriff der Privatwirtschaft auf die Gesellschaft angefangen hat, mit den Koch-Brüdern und so weiter, auch die Tea Party-Bewegung, Republikaner, die sich radikalisiert haben und so. Diese Verbindung, die muss man sehen. Die muss man sehen. Das ist kein Zufall. Das ist auch nicht so, als ob die recht haben. Das können wir alles halt eben sehr, sehr gut belegen. Sondern hier wird jetzt halt eben offen dagegen gearbeitet. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Und guter Journalismus würde jetzt an der Stelle das rausarbeiten. Das hier geht nochmal eine Stufe weiter. Hier behauptet nämlich einer der Managing Director des BDI, dass angeblich Putin die deutschen Klimabewegungen unterstützt und bezahlt. Och, angeblich komm, sind heute. Du und ich Agenten von Putin, die hier Deutschland kaputt machen sollen. Das erzählt der Managing Director des Bund der deutschen Industrie. Da auf dem Niveau sind wir angekommen. Das ist schon Trump und das ist jetzt schon ultrarechte Verschwörungstheorie. Und das muss man dann irgendwie auch mal so klar so sehen. Er hat natürlich nachher gesagt, na, bin ich falsch irgendwie verstanden worden und so. Ja. Und dann den Lösch haben sie dann darauf angesprochen, hat er gesagt, naja, das war ja irgendwie eine Privatmeinung. No, nix Privatmeinung. So, ne? Sondern das ist ganz klar, da wird ein Angebot an den Diskursraum gemacht, bei einigen Leuten verhängt das und so. Einige erinnern sich vielleicht noch, Luisa Neubauer, die war ja schon mal bei der FAZ, die haben ja behauptet, sie hat Nord Stream 2 gesprengt. Haben sie ja wirklich behauptet oder beziehungsweise halt insinuiert. Und dann gibt es ja halt den Typen, der sagt, die ist von Putin bezahlt und außerdem wollen die Industrie schädigen und außerdem will ich gar nicht, dass sich was ändert. Und ich habe auch keine Lust, mich mit Wallboxen zu beschäftigen und ich will auch weiter Fleisch essen und so. Na, also man bietet damit dem stumpfen Michel auch irgendwie an nach dem Motto, sei dagegen, wir sind die Guten und so weiter und gleichzeitig auch auf einem neuen Aggressivitäts- und Kampflevel. Weil wenn wir in dieser postfaktischen Welt sind, dann fangen wir an, uns nur noch anzuschreien und gar nicht mehr über Lösungen zu diskutieren, weil wir müssten, anstatt das jetzt zu machen, uns doch über die Lösung diskutieren. Jetzt hat mal ein Politiker da einen Vorstoß gemacht, jetzt geht das halt tatsächlich ein bisschen los und schon wird jetzt scharf geschossen. Viel schärfer als so kannst du gar nicht mehr. Ja. Außer halt eben, dass jetzt irgendwie der Bund der Arbeitgeber halt irgendwie sagt, wir wollen das Streikrecht einschränken, ne? Weil wir wissen ja, das nächste, was kommt, sind dann noch stärkere soziale Verwerfungen. Dann kommt ja, nämlich klar. Nicht dieses nach Umverteilung, sondern länger arbeiten, mehr arbeiten und dann, wenn wir dann nicht mehr streiken können und so, dann sind wir vor Bismarck, ne? Also wir fangen dann wirklich an, halt hier Sachen abzubauen. Ja. Und auch das hatten wir in Episode 3 hatten wir das schon vorausgesehen, dass genau das kommt. Das stimmt. Und das ist jetzt eingetreten mit Verdi und Fridays for Future. Und es gilt wie immer die alte, ich glaube Machiavelli war es ja, oder nicht Machiavelli, ich glaube eher irgendwelche römischen Herrscher, teile und herrsche. Das ist genau diese Strategie, spalten, um einen aufkeimenden solidarischen Zusammenschluss, in dem Fall der Gewerkschaft Verdi, mit der Bewegung von Fridays for Future, wo man sich schon gedacht hat, Gott sei Dank fusionieren die, weil zum ersten Mal sozusagen soziale Frage mit der Klimafrage kombiniert wird auf der Straße und es nicht nur sozusagen mehr Menschen auf die Straße treibt, sondern vor allen Dingen auch diejenigen, die als allererstes davon betroffen sind, nämlich die, die nicht so gut verdienen.
Ja. So, und da jetzt mit diesen Instrumenten zu arbeiten, also erstens war ja ein großes Narrativ in den Medien so von wegen, darf Verdi überhaupt politische Statements mit einem Streik machen, die sollen doch bitte nur alleine für sich für mehr Geld, so, das ist so die eine Variante. Und die andere Variante ist quasi dieses Schlechtreden ja so von wegen, wieso gehen die denn da mit diesen besser verdienenden Schülern und so weiter? Da wird dann sozusagen nochmal diese soziale Spaltung aufgemacht, so von wegen, das sind ja die reichen, verwöhnten Schüler, die da ihren Lifestyle frönen. Und dann gibt es eben tatsächlich nochmal die Hardcore-Fraktion, die sagt, ja, also Streikrecht generell sollten wir mal drüber sprechen, das macht alles gar keinen Sinn, hört auf zu streiken. So, also Leute im... Wacht bitte auf, was für eine fucking Dystopie wir zumindest schon in den grundlegenden Anlagen haben. Und wir können ja jetzt schon sagen, dass genau diese Aktivitäten sich hyperventilieren. Also wir haben es doch am Wochenende erlebt, auf Twitter zumindest. Warte noch, das kommt jetzt. Also es kommt. Wir haben ja gesagt, wir haben alles zusammengezogen. Aber ja, das ist trotzdem ist genau das Ding. Den möchte ich euch noch mitgeben. Volker Quaschning, hier, kennt ihn alle, müsste ich natürlich vorstellen, der hat hier eine kleine Wortspende abgegeben zum ganzen Thema. So, naja, hört mal zu, Energiewende ist halt nur ein Teil davon, Strom ist nur ein Teil davon. Wir müssen auch an Wärmewende denken. Wir müssen halt auch irgendwie darüber nachdenken, dass irgendwann Massentierhaltung nicht mehr geht und halt eben generell Massenkonsum ist halt auch irgendwie schwierig. Und damit hat er natürlich recht, das ist halt irgendwie auch Fakt der Wissenschaft, wissen wir auch schon seit Jahrzehnten. Wieder Mittelstandsvereinigung der CDU in Baden-Württemberg sagt, pass auf, die Klimalobby, jetzt ist schon eine Klimalobby, er ist Wissenschaftler, aber es ist eine Klimalobby, es gibt eine Lobby für Klima, wäre schön, wenn wir eine hätten. So, entlarvt, aha, das war also vorher verdeckt, es hat jetzt entlarvt, oh mein Gott, Verschwörung, zur Umsetzung ihrer Ziele. Also es gibt eine Klimalobby, die hat geheime verschwörerische Ziele und die haben ihre Ziele und es geht ja nicht um unser aller Ziele, weil die leben auf einem anderen Planeten. Könne man in die Lebensstile der Menschen eingreifen? Das ist ja klar. Hiergegen kämpfen wir, die CDU, mit aller Macht. Freiheit und Eigenverantwortung stehen über willkürlichen und absurden Eingriffen in das Leben und das Eigentum der Bürger. Das ist schon tatsächlich schon, also das ist schon bei der LTI, ne? Also das ist vom, da fehlt nur noch bis zur letzten Patrone in dem Satz. Ja, das wird auch demnächst kommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, was so die Diskurszulage annehmen. Ne? Wir kämpfen mit aller Macht. So, ne? Also dieses, da steht genau das drin, man möchte sich halt eben politischen Rahmensetzungen in den Weg stellen, man möchte halt nicht für das gemeinsame Ziel arbeiten, sondern es ist nur das Ziel der anderen, man möchte das verhindern und so weiter. So. Und dann bist du halt eben auch über so einen protofaschistoiden Duktus halt eben nicht erhaben, sondern den kann man dann einfach mal so mit. Und da hast du natürlich auch, es gibt den Aspekt des stochastischen Terrorismus, kennt ihr vielleicht. Wenn du lange genug so Hassrede bringst, dann wird irgendeiner irgendwann mal aufstehen und zur Waffe greifen. Das ist genau das, wie halt eben wie auch Halle und so weiter sich halt eben erklären. Und da wird irgendeiner dann eben auch mal da irgendwie Scheiße mitbauen. Also das ist wirklich Brandstiften auf wirklich niedrigstem Niveau von einem Verband der Wirtschaft der CDU. Ich würde doch in Baden-Württemberg, ich würde mich schämen, solche politischen Organisationen dazu haben. Also ohne Scheiß, die würde ich doch boykottieren bis hinten gegen, die sowas machen. Das ist halt unglaublich. Und nochmal, das passt alles in diese ganze Reihe rein. Es gibt Gründe dafür, das genauso zu tun. Und erneut wird ein renommierter Wissenschaftler, einer der wirklich Top-Wissenschaftler in dem Bereich, wird versucht, jetzt hier als Verschwörer darzustellen. Mhm. Ja. Und was mich auch richtig nervt, ist, als sozusagen Diskursromantiker, ich bin ja wirklich jemand, der für einen vernünftigen Diskurs ist, der freundlich ist zu Menschen, mit Argumenten überzeugen will und Rede, Widerrede und so weiter. Und das entspricht ja auch so ein bisschen, sage ich mal, dem Geist der sogenannten politischen Mitte, auch so ein ideologisches Ding letztlich. Und was mir auch zunehmend auffällt in letzter Zeit, ist, dass sozusagen die Stimmen aus der Mitte eben gewisse radikalere Forderungen, die aber noch nicht mal irgendwie formuliert sind, dahingehend, dass sie Partikularinteressen betreffen, sondern halt wirklich im Sinne von Leute, das Ding hier brennt, müssen wir es tun, die werden dann sozusagen auch als extremistisch eingestuft von der Mitte. Und diese Sachen gehen komplett unter.
Das wird so gar nicht wahrgenommen, dass hier eine ganz andere Art von Radikalisierung stattfindet, die aber kombiniert wird mit knallharten Partikularinteressen und die hier wirklich in den tiefsten Giftschrank der Propaganda reinpacken und wirklich die perfidesten Taktiken von Diskreditierung, Bedrohung etc. Das, liebe Leute in der gemäßigten Mitte, macht bitte da auch hingehend eure Sensoren auf. Bitte wenigstens dann mit gleichem Maß sich Sprache, perfide Taktiken und so weiter angucken. Weil ich weiß schon, dass die Leute in der Mitte, und dazu zähle ich mich weitgehend auch, die einen gewissen Lebensstandard haben, Privilegien haben und so weiter, natürlich hat man keinen Bock, die ganzen Sachen abzugeben. Und ich bin auch jemand, der ungerne freiwillig Sachen abgibt. Deswegen bin ich aber auch jemand, der sagt, bitte beschränkt mich. Es wird nicht anders gehen. Und das ist halt so ein Ding. Ich glaube, es liegt halt wirklich daran, und das ist ja auch die Arbeit, die wir hier machen. Wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich genauso den Bullshit gesagt, so von wegen, ist ja alles nicht so schlimm und geht mir doch fort und das kann man doch irgendwie mit Wirtschaft lösen. Aber wenn man das einmal weiß, ja, und sich einmal ein bisschen tiefer damit befasst und die ganze Dimension vor sich hat, dann gibt es auch leider keinen Weg zurück. Ich würde es mir wirklich wünschen, aber ich kriege es halt auch nicht mehr aus dem Kopf. Es geht nicht. Dann ist man am Point of No Return. Genau, weil deswegen Aufklärung tatsächlich ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen machen wir den Quatsch hier ja auch. Genau das ist es. Deswegen, damit dann irgendwie man darüber neu nachdenkt, neu reflektiert und auch irgendwie das vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt und dann irgendwie auch den Mut hat, auch solchen Sachen entgegenzutreten. Das wird immer schlimmer. Das wird halt eben nicht mehr besser, sondern dieses Bewaffnen des Diskurses, Bewaffnen der Leute soll halt eben auch dazu führen, dass eine Wagenburg-Mentalität generell jede Form von Diskurs ablehnt. Also man soll nicht mehr darüber reden können und auch nicht mehr in politisches Handeln kommt. Und diese Argumente von wegen Eigenverantwortung und so weiter. Naja, produziert wird es ja erstmal in erster Linie so und wir haben ja auch in diesem Overconsumption-Ding auch einfach sehr viel, was produziert wird für die Halde. Nein, also es geht nicht jetzt um Quoten, aber es geht darum schon, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir zukünftig leben, was gehört denn zu einem guten Leben hinzu? Und hier gehört eben dazu, wir wollen auf einem Wüstenplaneten leben, aber Hauptsache mit 17 verschiedenen Sorten Zahnpasta. Dazu passt nämlich dann auch dieses willkürlich. Also mit anderen Worten, jemand hat eine arbiträre Entscheidung getroffen, die nicht an irgendwie Rahmenbedingungen knüpft, sondern einfach willkürlich entschieden nach Gusto. Also, oh Gott, wir werden beherrscht von dem bösen Herrn Quaschning. Und auf der anderen Seite absurd, also im Sinne von, es ist nicht in der Wirklichkeit behaftet, hat also auch gar keine Wirkung. Beides ist nicht wahr. Also es ist eine mehrfache Diffamierung der Person und der Sache, die hier als Kommuniqué von einem politischen Verband kommt. Das sind einfach neue Qualitäten, wodurch dann natürlich der private Mediensektor halt eben wieder auch eben sehr gut hilft und so weiter. Und das müssen wir erkennen, nicht anerkennen, entlarven, also erkennen, nicht anerkennen, entlarven und so weiter und darüber auch dann eben hart mit ins Gericht gehen. Ich würde mit jemandem, der mir sowas erzählt, würde ich kein Wort mehr wechseln. Warum auch? So, das ist also für mich dann wirklich so diese Sorry, also da auf dem, so rede ich nicht mit dir, so, ne? Dazu passt, und jetzt kommt nämlich das, was du, glaube ich, gerade eben anspringen wolltest, dieses, was war denn am Wochenende los? Am Wochenende hat sich die Organisation Letzte Generation getroffen, um an einer Installation des Grundgesetzes halt eben ein wenig Speiseöl zu verteilen und Plakate anzubringen. Das Ganze hat dazu geführt, dass im Prinzip das halbe politische Berlin gebrannt hat. Nein, das halbe stimmt gar nicht. Alles. Es hat, glaube ich, ganz wenig Solidarität gegeben. Richtig. Also sowohl Journalisten, Top-Journalisten, Politiker, politische Akteure, Unternehmensvertreter, alle haben gesagt, oh Gott, also bis zu Vernichtungsfantasien. Ihr seid Schweine, ihr seid Taliban, ihr seid schlimmer als Hitler. Also nicht schlimmer als Hitler kam noch nicht, aber das ist wahrscheinlich das Nächste, was kommt und so. Also es wurde im Prinzip komplett, der komplette Schrank wurde ausgeräumt, um diese Aktion zu verdingsen, so, weil man sich dann doch hier sehr künstlich dann echauffieren sollte. Und das ist eigentlich schön, was dabei rausgekommen ist, finde ich. Denn hier kann man 3 Sachen ablesen, die ganz wesentlich sind. Ich mache gleich noch 2 weitere Tafeln auf. Aber um das mal zu sagen, für mich sind 3 Sachen dabei ganz wichtig. Nämlich, es ist in diesem ganzen Diskurs, der Aufregerdiskurs, so, dass da eine Täter-Opfer-Umkehr ist.
Weil was wir haben, ist, dass die Opfer hier versuchen, die Verdrängungsgesellschaft aus dem Dämmerschlaf zu holen, indem sie sagen, hört mal zu, wir müssen hier was tun. Ihr sagt, dieses Grundgesetz ist euch wichtig. Das Grundgesetz wird gerade tatsächlich, das ist der zweite Punkt, geschändet durch die Art, wie wir wirtschaften. Weil da steht die Würde des Menschen, die Achtung des Lebens, da steht etwas unter 20a, so etwas, wir schützen die Natur und die Tiere und die Menschen für kommende Generationen, auch das wird mit Füßen getreten, auch eben Eigentum verpflichtet und so weiter, also ganze Menge Grundrechte sind im Kern massiv verletzt. Und darauf weist das Ganze hin. So, also Täter-Opfer-Umkehr, sprich dieses, sie sind eigentlich eben die, die einfach nur darauf hinweisen, werden aber jetzt zum Täter gemacht, der jetzt also eine weite Grenzüberschreitung gemacht hat, die sogar sofortige Inhaftierung und ständige Überwachung rechtfertigt, während wir literally halt eben gerade rechtsextreme Umsturzversuche hier hatten. So, aber nein, nein, die Schüler, die halt ein Plakat geklebt haben, die sollen bitte überwacht werden. Dann eben dieser Hinweis, dieser symbolische Akt hier übrigens, das Grundgesetz ist schon in pain, so, ne? Und das dritte ist halt dieses, sie tun so, als wäre das ihr Problem, weil die sagen die ganze Zeit, tatsächlich kam es häufiger, ich war ja für Klimaschutz, aber jetzt nicht mehr. Ihr schadet dem Klimaschutz dadurch. Das muss ich mir vorstellen, wir haben kaum Klimaschutz und dadurch, dass du darauf hinweist, schadest du dem? Nach dem Motto, also bis gerade eben wollte ich noch Klimaschutz, aber jetzt so? Ja, ne? So, ne? Und das ist das, was das darstellt. Das ist im Prinzip die komplette Verdrängungsgesellschaft, wird mit ihren Lebenslügen konfrontiert und kann das nicht wechseln. Und um das wiederherzustellen, muss sie den Messenger erschießen, am besten abwerten und seinen Kampf abwerten, damit man sich nicht damit beschäftigen muss. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine der besten Aktionen, die sie gegeben hat. Und da gehe ich auf diese medienökonomische Auswertung, die da links steht, jetzt von Friedemann. Die finde ich zwar von der Sache her richtig, aber die finde ich gar nicht entscheidend. Ich finde die Punkte dieses, dass sich in diesem, ich finde das schon beinahe ein Kunstakt, dann eben zeigt. Durch das hätte eine Schlingensief-Aktion sein können. Genau, genau. Ja. Hat sich doch gezeigt, dieses, das ist man wirklich mit dem Finger nicht in der Wunde, sondern mit der ganzen Hand ist man in der Wunde. Ja. Ja. Das wird wirklich gezeigt, was das Problem eigentlich ist. Und das hier ist ein ganz starkes Foto, weil das im Prinzip all das einfängt, worum es geht. Übrigens, das ist auch kein Erdöl, das war eben eingefärbtes Speiseöl, damit das so ein bisschen dickflüssiger ist und halt eben genau diese Reaktion provoziert. Ja. Aber also, dass deswegen jetzt Klimaschutz halt eben aufhört, ist natürlich Blödsinn so. Aber das ist halt eben spannend, weil das genau diesen Nerv getroffen hat und genau jetzt müsste man die Transition hinkriegen und jetzt wieder auf das Thema kommen und dann müsste man merken, scheiße, die haben recht. Siehe oben, das haben wir durch die letzte halbe Stunde besprochen. Sie haben ja recht. Ja, das ist aber der Punkt, den tatsächlich die meisten einfach nicht wissen, weil sie nicht um den Stand der Dinge so wirklich wissen und die Ernsthaftigkeit. Das haben sie natürlich aus diesem Wissen heraus diese Aktion gemacht. So, und jetzt nochmal ein kurzer Kommentar meinerseits dazu. Ich kann zumindest verstehen, warum bei manchen so ein Abwehrreflex da ist, zu sagen, Mensch, da wünscht man sich doch eine schönere Aktion, irgendwie was Konstruktives, was Netteres und besudelt hier und macht. Witzigerweise, ich glaube, es waren, ich habe es bei 2, 3 eingehakt, die so gesagt haben, ah, wir brauchen doch irgendwie was. Und dann habe ich gefragt, sag mal, ja, dann warst du doch sicherlich letzten Freitag bei der Fridays for Future Demonstration dabei, weil die war einladend, die war konstruktiv, die war angemeldet. Kam nichts mehr zurück. Ja. Also das heißt, dieses von wegen, man müsste doch mal was Schöneres machen, das sind die Leute, die am Ende gar nichts machen, sondern immer nur Schlauberger-Sprüche machen vom Sofa aus. Das ist so das eine, was ich beobachte. Dann wirklich mal Leute, den Ball, also wie gesagt, ich kann verstehen, dass man das nicht gut findet, dass da Abwehrmechanismen und so weiter dahinter stecken, aber diese Vergleiche, die da gebracht wurden, also es fängt ja an mit Zerstörung von Kulturgütern. Ja. So, also hier haben wir eine Plexiglasscheibe. Ich nehme mal an, die haben es sogar wie immer irgendwie kurz vorher angekündigt. Sie haben Speiseöl genommen, was eben kein Erdöl ist, wie manche dann behauptet haben. Das würde ja dann in den Grund, ins Grundwasser sickern. Und wie sie sich plötzlich alle Sorgen machen um die Natur und Umwelt bei dieser kleinen Aktion. Aber wenn es im großen Stil passiert, scheiß doch drauf, ist doch scheißegal. So, das heißt, hier wurde nicht zerstört,
sondern deswegen kommt es sehr nah dran, wie ich finde, an eine Kunstaktion, die wirklich von Schlingensief und Co. hätte sein können, die sehr wohl durchdacht war. Das war jetzt kein Akt von Vandalismus in dem Sinne, sondern haben sich ja darüber dezidiert Gedanken gemacht. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, was ist meine Message? Wie mache ich das, dass da kein nachhaltiger Schaden entsteht, aber dennoch ein symbolischer Akt ist, der wirklich reingeht? Und ihr könnt mir doch wirklich nichts vom Pferd erzählen, wer das nicht verstanden hat und wirklich glaubt, dass diese Leute auf unser Grundgesetz scheißen würden. Das kann, sorry, das kann ich in der ersten Reizreaktionskette, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn man mal 5 Minuten länger darüber nachdenkt und sich wirklich mal gründlich anguckt, was diese Aktion ist, was sie bezweckt hat, was dahinter steht, da ist das nicht mehr haltbar. Und da ist auch ein Tweet mit, wie die Taliban, also ein Dennis Yücel, der Videos postet, wo Taliban echte Kulturgüter auf lebende Granitstatuen zerstört und das ernsthaft damit vergleicht? Really? Really? Also, wirklich mal den Ball flach halten, aber ich finde, und da gebe ich dir dann vollkommen recht, am Ende des Tages hat diese Aktion bewirkt, dass es eine vollkommene Demaskierung gab unserer Gesellschaft. Nämlich eine völlige Demaskierung der Bigotterie, der Hypokratie, also Hypocrisy. So, hier machen wir da ist es uns scheißegal, hier gehen wir aber mal so richtig in die Vollen mit Schaum vorm Mund. Also, das war wirklich etwas, was mich wirklich nachhaltig auch geschockt hat. Also, diese breite Reaktion auch aus der politischen und kulturellen Elite, ja, wo ja fast schon so ein Überbietungswettbewerb stattgefunden hat, wie schlimm und schrecklich diese Aktion ist. Also dabei ja die RAF hat ja nicht mehr gereicht für diese Aktion. Es musste die Taliban sein. Und da frage ich mich, was kommt denn jetzt als nächstes? Und wie gesagt, hier ist niemand verletzt worden. Hier ist nichts beschädigt worden. Es war ein Symbolakt. Und ist auf sein Versagen hingewiesen worden. Ja. Und im Kontrast zu dem realen Akt der Zerstörung, die durch Politik und nicht verändernde Politik tagtäglich passiert, das ist uns scheißegal. Aber hier machen wir so die besudeln unser Grundgesetz? Nee, also wirklich nicht. Da habe ich kein Verständnis, so sehr ich sozusagen wirklich Verständnis habe, dass man im ersten Moment denkt, ah, das gefällt mir nicht, soll auch nicht so sein. Also damit wollen sie keine Leute begeistern. Und dann nochmal das Ding, was du ja auch gesagt hast, so von wegen, sie würden jetzt Klimaschutz den Leuten verübeln. Das ist Bullshit. Die Leute, die für Klimaschutz schon die ganze Zeit sind und das einsehen, die werden sich natürlich nicht davon abhalten. Wieso sollten sie? Es war eine lächerliche Aktion in dem Sinne, wenn man so will. Also von der Dimension her lächerlich eigentlich. Wieso sollte ich mich jetzt davon bitte abbringen lassen? Da würde ich ja sogar noch mehr Verständnis haben wegen diesen Autoblockaden. Und wenn da Leute sozusagen verärgert sind und nicht zur Arbeit kommen und Ärger kriegen mit dem Chef und so weiter. Von mir aus, das verstehe ich noch mehr als diese Aktion jetzt hier. Aber da wird ein symbolischer Popanz draus gemacht. Wahnsinn. Ja, und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, wir haben gerade eben die Probleme gesehen, wir haben die Lösung gesehen und wie diese Lösungen verhindert werden und wie soll Sprache und Umgang miteinander, auch Umgang nicht mit dem System, mit den Sachen, sondern Umgang nur mit dem, der darüber redet, umgegangen wird und wie bewaffnet und erniedrigend das dann läuft. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden davon, dass wir in 20, 30 Jahren halt auf hunderte Millionen Tote hinauslaufen, auf Milliarden Leute, die displaced sind. Auf das ist nicht abwaschbar. Genau, das ist eben nicht abwaschbar. Da laufen wir drauf zu. Und die Leute weisen nur darauf hin. Und all das, was wir gerade eben, diese Bewaffnung in der Sprache gehört haben, siehst du dann hier im Ergebnis jetzt von den Leuten, die eigentlich sogar auch auf der Unterstützerseite sind. Selbst die kommen dann mit diesem Duktus des eben ihr Schweine und so weiter. Das heißt, wir laufen hier auch auf eine Verrohung rein in einer Sache, wo wir eigentlich viel mehr miteinander brauchen. Und deswegen, da mache ich aber den LG doch gar keinen Vorwurf, sondern dafür tatsächlich den Akteuren, sie hier oben, die genau das eben tun. Also ich glaube, hier daraus konnte man tatsächlich eine ganze Menge ablesen und es hat sich auch wieder für mich gezeigt,
den meisten Leuten, und damit meine ich auch die politische Klasse, aber insbesondere halt eben auch aus dem Mediensektor, sind komplett oblivious, wie groß diese Katastrophe ist, auf die wir zulaufen. Also kataklysmisch und zu ihren Lebzeiten. Also wer noch 20 Jahre auf der Uhr hat vor sich, der wird das noch miterleben. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt schon der Fall. Also jetzt ist es genau, schon. Genau, wir sind ja schon drin. Das Ding ist nur halt, wenn hier die ersten Dörfer geräumt werden oder aussterben, interessiert das halt keinen. Ne? Das interessiert erst dann, wenn dann irgendwie im Taunus da kein Wasser ist und dann irgendwelche, egal. So. Also, und jetzt gehen wir aber weiter, weil. Ja, trotzdem noch eine Bemerkung bitte. Noch. Bitte. Und zwar, was war denn das in dem Zusammenhang, was mir noch wichtig war zu erwähnen mit der Aktion? Was war's? Scheiße, jetzt habe ich es verloren. Entschuldigung. Dann mach weiter. Vielleicht fällst du nochmal ein. Falls dir einfällt, schrei. Warte. Kein Problem. Also wir hatten das Ding ja, Klimaschutz würde sozusagen verhindert. Ah ja, genau, ein Ding, was war? Weil man gesagt hat, ja, jetzt sprechen ja alle nur wieder über die Aktion und nicht über das eigentliche Thema Klimaschutz. Wo ich sage, dann redet die darüber. Genau. Wer hält euch denn jetzt ab? Wer redet denn jetzt gerade darüber? Ah. Habt ihr jetzt keinen freien Willen mehr, das Thema zu wechseln? Oder könnt ihr nicht sagen, sowas wie, auch du, die Aktionen an und sich finde ich doof, aber übrigens, hier ist doch ein Punkt, nämlich die Katastrophe hier und hier, so wie es auch einige gemacht haben. Also auch diese völlige Verzerrung und Selektion von Wahrnehmung, wo Leute ernsthaft schreiben und Leute, die sogar im Klimaschutz aktiv sind, die fallen da ja auch rein und sagen, ja, keiner spricht darüber. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe Leute beobachtet, die darüber sprechen. Also entweder sagt man weniger oder mehr, aber nicht niemand spricht jetzt mehr über die Themen. Das ist einfach falsch und ihr lasst euch da wirklich auf eine Fährte locken, die ist nicht gut. Wir haben täglichen Wetterbericht, wir haben Börsenbericht, aber wir haben keinen Klimabericht, zum Beispiel in Öffentlich-Rechtlichen. In Öffentlich-Rechtlichen wird die größte Gefahr für die gesamte Menschheit, die größte, also eine größere Gefahr als für die Menschheit. Die letzte Generation wahrscheinlich, ne? Genau. Die größte So, haben wir im Öffentlich-Rechtlichen genau 3% Berichterstattung zu Klima. 3%. Es müsste deutlich mehr sein, vielleicht sogar zweistellig, vielleicht sogar tägliches Format und so weiter. So, also dass dieses, wir sprechen tatsächlich wenig darüber, so, und dadurch sprechen wir jetzt nicht weniger. Nein, dadurch wird eher klar, dieses so, wir sprechen vielleicht falsch drüber und so weiter. Na, also das wir haben muss man endlich einen Anlass gefunden, wo Leute moralisch rechtfertigen können, warum sie sich nicht mehr mit dem Thema befassen müssen. Sehr richtiger Punkt. Das ist ein Ablassding, genau. Es ist halt eine Exkulpation im Sinne von damit Untätigkeit, weil deswegen. Genau, und dazu passt jetzt, und das ist der perfekte Abrunder für das Ganze, finde ich, oder ein schöner Abrunder, das hier. Frau Gemarren sagt hier so ein ganz einfacher Tweet, so, die schreibt dann so, ich finde es einfach so krass, wie wir in Millennials in Zeiten geboren wurden, wo unsere Eltern dachten, wir würden es einmal gut haben. Und jetzt haben wir Hungersnöte und Verteilungskriege erleben, weil unsere Eltern den Planeten abgefackelt haben. Das ist das, was wir auch in Episode 2 als Zustandsbeschreibung vieler Jugendlicher und ihrer Weltsicht haben. Und das ist eine zutreffende Tatsachenbeschreibung, wie es ist. Das ist eigentlich ein toller Beitrag, der das eben sagt, weil ja wir auch aufgewachsen sind, mit, also unsere Eltern gesagt haben und die Eltern davor, meine Kinder soll es mal besser haben. Das ist für unsere Kinder ist das durch. Wenn wir das jetzt nicht gedreht bekommen in den nächsten Jahren, dann werden es die auf jeden Fall richtig schlecht haben. Also besser als so wird es auch wirtschaftswachstumsmäßig nicht, es sei denn, also auch Wohlstand, es sei denn, wir kriegen das jetzt gedreht. So, ne, deswegen ist ja die ganze Debatte so perfide. Das heißt, diese Aussicht auf eine Zukunft, die mir bevorsteht, wird keinesfalls besser sein als jetzt, ist natürlich auch ziemlich doof. Also insofern steckt da ganz viel auch Emotionalität und auch Ernsthaftigkeit drin und dann eben auch etwas von, ich bin voll, ob dieses Generationenkonfliktes. Und darauf schreibt dann der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, schreibt dann darauf. Hupsi. Ja, genau, Hupsi. So weltuntergangsmäßig argumentieren. Ja, hatten eine zu umsorgte und problemfreie Kindheit und Jugend und jetzt bekommen sie Bammel, weil sie ins Erwachsenenalter kommen. Es wird ihnen nicht mehr ständig das Händchen gehalten. Jetzt greift ihr eure Eltern an. Der hat die Zeit. Und Fortz sei Gors, sagt genau, als Wirtschaftsminister, also auch mitverantwortlich für den ganzen Quatsch hier, schreibt er der jungen Dame ein quasi Liebesbrief hier, um zu sagen, hör mal zu, Mädchen. Deine Probleme sind mir egal, deine Zustandsbeziehung ist scheiße, du bist einfach zum Leben nicht fähig, so, und deswegen greifst jetzt deine Eltern an,
sieh mal zu, dass du hier den in der Hierarchie vernünftig einordnest und mal schön die Fresse hältst und mich das machen lässt. Also das ist Tone Policing, das ist halt irgendwie Unterdrückung von dem Ganzen, was da überhaupt drinsteckt. Das ist auch einfach nur so, also es ist einfach alles erniedrigend und abwertend, was er da irgendwie reinbringt. Er vergreift sich nicht im Ton, aber allein, dass er sich in seiner politischen Rolle und in Verantwortung einer jungen Frau hier so einen Brief schreibt, wo man sich dann denkt, so, müsstest du nicht eigentlich dich um was anderes kümmern, wie zum Beispiel die 5 Windräder, die hier im Genehmigungsverfahren drinstecken oder whatever. Das ist einfach so Top-Level-Irre. Das ist Top-Level-Irre. Wir haben jetzt die ganze Zeit diese ganzen Sachen durchgehört und da sehen wir selbst im Klein-Klein musst du aufpassen, dass nicht irgendwie, irgendwie Hupsi aus der Kiste hopft, um dir dann zu sagen, hör mal zu, diese Klimascheiße kannst du ja in den Hut stecken. Das ist ja, deswegen, auf dem Level sind wir angekommen. Genau, deswegen ist ja auch Markus Söder im Anti-Wokism-Mode, also in mittendrin in der Identitätspolitik, weil er natürlich dann nicht über Energiewende sprechen muss, die er bei sich in seinem Freistaat halt einfach verkackt hat. Und das sind einfach Nebelkerzen, das sind unverschämte Nebelkerzen, das ist wirklich also unter allerster Kajüte. Und ja, aber das muss man halt einfach so benennen, dass das wirklich... Das hätte man früher skandalisiert. Das hätte man früher skandalisiert. Ja, und dann hätte er sich da wirklich entschuldigen müssen. Öffentlich, Rücktrittsforderungen und so weiter. Ja, so, aber das ist jetzt das der neue Stand. Das ist Normalität auf Twitter. Vertreter der herrschenden Strukturen kämpfen gegen die Bevölkerung. Das ist also wirklich, das nimmt gefährliche Züge an. Nicht nur demokratiemäßig, sondern halt eben klimatechnisch sowieso. Und deswegen muss man sagen,